Willkommen zu einem weiteren Stream. Heute machen wir ein bisschen abfucken, wie ich es letztes Mal versprochen habe. PvP-Stream. Ihr könnt natürlich wieder alle reinjoinen. Können wir zusammen ein bisschen Spaß haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Und hoffentlich kommen dann auch wieder unsere guten Kameraden hier rein, die sich ja letztes Mal angekündigt hatten. So, jetzt brauche ich noch zwei, drei Klicks hier. So wie immer, ihr kennt es ja. Ich guck gerade mal, wie die Leute. Ah, du bist drin, Marc. Sehr schön. Boah, Alter, instant. Was geht, Likey? Alles Spieler, Troll, TV, Pano. Was geht, Mann? Teilzeit-Fan Dorian. Nabend, dich habe ich noch nie gelesen. Und der Robert ist auch wieder am Start. Schön, dass du dabei bist. Blue Texon habe ich auch noch nicht gelesen. Seid ihr neu oder was, Leute? Was geht? Also, ich habe euren Namen noch nicht gelesen, deswegen wundert es mich gerade. Seid ihr neu oder was ist da los? Ich will was Besonderes. Ah ja, genau, ich habe ja mit dem habe ich ja alles geklärt, ne? Du weißt ja Bescheid, War Potato, Husky ist auch am Start. Schön, dass Davis Pro spielt. Ja, ich bin neu, habe ich mir schon, wieso bist du instant rein? Also bist du frischer Abonnent oder was? Dann willkommen bei den Rabbits auf jeden Fall, weil du bist ja gerade instant rein. Ich bin, ist die erste Sekunde hier, Jungs, die erste Sekunde. Oh, da vorne direkt ein Oppressor MK2. So, wir gucken mal, dass wir hier ein paar rauskriegen, damit ihr quasi alle nachrutscht. Ich hab's auch geschafft. Und ja, so, ich mach mal eben noch diese zwei, drei Klicks, die ich noch machen wollte. Events. Um das Thumbnail reinzuballern. Da. Nehmen wir heute mal ein Hunter-Thumbnail. So. Wo haben wir dich denn da? Wo bist du denn, mein Schätzerein? Da, komm mal rein hier. So, zack. So, dann machen wir den Bot noch an, dann wird er gleich getestet. Ja, sorry, der Bot, der muss immer hochfahren erstmal, ne? Der braucht immer so ein bisschen, der ist ein bisschen müde. Das ist so einer, das ist so ein Morgenmuffel quasi. Genau wie ich. Der ist ein absoluter Was war denn das jetzt? Absoluter Morgenmuffel. So, mal gucken. Ich wollte gerade sagen, wer den ersten Kill heute kriegt, aber ich kriege einfach den ersten Tod. Rabbix, bist nicht online und sowas. Ich bin sowas von online. Bist du jetzt schon am Start oder was? Ich hab schon den ersten Kill geholt. Ach krass, let's go. Ich habe keine Explosive-Sniper, vielleicht sollte ich die mal reinschmeißen, bis es dann hier gleich losgeht. Ihr wisst, was ich meine. Weil wenn die gleich wieder alle ankommen mit ihren Savages und so, dann ist Explode zwar ein Newbie, aber scheißegal. Hey, wie geht's? Mir geht's sehr gut. Robert, wie geht's dir? Alles frisch? Ups, das war falsch. Zack. Büsert. Komm schön her, mein Büsert. Daniel, was geht, Mann? Willkommen im Stream, Daniel. Oder bist du schon dabei? Bist du schon bei uns? Gehörst du schon zu uns? So, jetzt müsste es klappen. Genau, Rabbix Bot ist ausgeschlafen, ist am Start. Ich hoffe, ihr könnt... Ich hab derzeit Kaffee noch nicht. Nachjoinen, Leute. Ich hoffe, ihr könnt nachjoinen. Ich mache jetzt erstmal den kleinen Nubi-Modus, ne? Kurz die Munition hier wechseln und dann... Und dann geht's los. Weil wenn die hier wieder ankommen mit ihren MK2-Oppressor-Kacke und so, ne? Ihr kennt das ja. Bester Mann, du bist bester Mann, Junge. Was geht? Hey, Rabbix, kennst du mich? Hacked MC-Server. Sagt mir jetzt gerade nichts. Nee, es tut mir leid. Ich habe deinen Namen noch... Ja, ich habe deinen Namen noch nicht gelesen. So, dann komm mal her. Ha, geil, ich bin immer auf Hoppe. Bin Mr. Alex Mr. Pro. Hä? Sagt dir das was? Mir sagt nicht mal der Name was. Kann das sein, dass das einer von diesen Alex ist? Bist du der Alex von letztem Mal oder was? Aus dem Video? Die Sitzung ist voll. Ja, wir versuchen welche rauszukriegen. Genau, wir versuchen welche rauszukriegen. Immer mit der Ruhe. Wir fangen ja nicht in einer leeren Lobby an. Das ist ja das Ding, ne? Wir wollen ja ein bisschen Spaß haben hier. Guck mal, dass ihr hier alles, dass ihr nur quasi so nachrutschen könnt. Ja, das fängt ja schon mal gut an, ja. Hat er meinen Buzzard kaputt gemacht? Nee, nee. Hallo? Der, was ist denn los mit dem, hä? Machen wir Buzzard? Machen wir Buzzard. Mr. Alex Pro, doch, den kenne ich. Den kenne ich. Hast du dich umbenannt oder was? Irgendwie wird jetzt gerade. Habe ich meinen Spielsound nicht? Oh, Buzzard Action ist ja richtig mies gerade.
Da müssen wir erstmal wieder reinkommen. Hier ist ein B11. Ja, hier ist ein B11. Okay. Ja, das ist ein roter B11. Schön. Was haben wir da? Willst du dich auch in B11 reinsetzen, oder? Ist mal cooler, das ist ein bisschen problematisch. Ich spare gerade auf Fahrzeuglagerhaus. Ist das gut? Ja, das ist sehr gut. Fahrzeuglagerhaus kannst du ordentlich Kohle machen. Solo. Da habe ich ja quasi auch den Money Guide für rausgehauen. Gut, das sind jetzt halt 350.000 Solo. Ich habe jetzt noch einen, wo ich überlegt habe, den rauszuhauen. Hä? Ach, ich bin an der Palme hängen geblieben. Ja, moin. Du bist hängen geblieben? Ja, das auch. Naja, das war jetzt nicht auf das bezogen. Ich komme jetzt schon wieder. Boah, ich habe gerade wieder fast eine Palme geküsst. Ja, das ist schon komisch. Ja, weil ich. Oh Gott. Ja! Jetzt ist hier ein Jet über mir, kann das sein? Nein, bin ich. Ach, hä? Du bist mir. Du wirst mir rot angezeigt. Wieso hast du mich gelöscht? Weil ich Kopfhild hab. Achso, wie lange streamst du? Weiß ich noch nicht genau. Oh shit, kannst du den holen? Nice. Wie lange streamst du? Ich denke mal so bis 24 Uhr. Mal gucken, wie es läuft heute, ne? Das ist voll komisch. Da ist einer im Terabyte drin. Das ist voll komisch, bei GTA bist du off, aber bei PlayStation bist du on. Ja, okay. So gefällt mir der Stream-Belastung. So muss das sein. Reportagens Auge. Schön, dass du am Start bist, Mann. Oh, ich bin tot. Boah, das war knapp. Ja, jetzt mein Heli im Arsch. Ich werde mir einen Hunter holen. Da werden schon die ersten Barcodes rasiert. Kann ich mitzocken? Natürlich. Einfach Ausrufezeichen BSN rein. Obwohl, du bist ja Mr. Alex Pro. Du kannst nachjoinen, oder müsstest du eigentlich können. Da haben wir Deluxe so. Sehe ich gerade. Ja. Der wäre viel schlimmer. Da hatten wir einen Deluxe, so gut. Was haben wir hier noch? Oh Gott, Explosniper ist halt hell Noobie, aber. Seit wann zockst du und hi? Seit 5 Sekunden? Oh, ne, das stimmt nicht ganz. Seit 4 Minuten ungefähr. Übe gerade mit Hydra, sehr schön. Hydra, wenn du Hydra kannst, kannst du Laser auf jeden Fall. Weil Hydra ist schwieriger als Laser. Ja? Ja, irgendwie komme ich da nicht ganz hin. Na? Gut, dann machen wir es so. Zockst du auf PC? Nee, das ist PS4. Autsch. Wo ist denn der Typ? Ah, da. Hart. Warst du zu früh, Kumpel? Was ist los? Also wenn ihr reinjoinen könnt, dann kommt natürlich rein. Wenn es nicht, geht es auch nicht. So schlimm. Oh, fast von meiner eigenen Rakete getroffen. Wie kriegst du sowas hin? Oh. Habe ich ihn noch gekriegt? Nö. Ich war schon richtig low. Können PC-Spieler mit PS4 zusammenzocken? Nicht. Wieso spielst du nicht mit diesem taktischen Fadenkreuz oder wie das heißt? Du meinst komplexe Steuerung hier, komplexes Fadenkreuz, ne? Nee, ist nicht so meins. Ich bin mehr so der Spieler, der mit dem Punkt spielt. Ja, den aus dem B11 habe ich zwar runtergeholt, aber nicht gekillt. Oh, hab's doch was unten. Versuch den unten zu kriegen. Ich hole mir mal einen. Ich habe gerade Lust auf Hunter. Alter, der NPC. Mich voll umrasiert. Hey. Jetzt muss ich aufpassen, dass der Hunter erst spawnt. Okay, der rennt. Oh, den hast du. Der Pano hat ihn sich geholt. Hey. Sorry, kann ich mitspielen. Sorry, tut mir leid. Oh, das ist echt scheiße. Aber ist kein Problem. Kannst du beim nächsten Mal mitmachen, wenn du möchtest. Da ist jetzt noch ein Deluxo. Versuchst du mich abzuschießen? Nee. Hey. Wo ist mein, oh, ich habe ihn. Wo ist denn der Hunter jetzt? Ah, da hinten. Okay. Ich sollte vielleicht mal kurz den hier machen. Mm,
Was sagt ihr denn zu dem letzten Video, Leute, was ich hochgeladen habe? Es wurde ja dazu gesagt, dass ich mehr davon machen soll. Ich habe sogar tatsächlich noch eins auf Lager. Und ich wollte auch noch einen Buzzard Guide und so machen. Es gibt schon Unmengen an Buzzard Guides. Eo, ich sehe es. Ah, den kriegst du den. Oh Gott. Ja, Extra Sniper konnte halt alles. Ist noobig, aber ist halt immer am besten für diese ganzen Abfucker hier. Supreme, was geht? Schön, dass du am Start bist. Muss leider schon weg. Alles klar, Robert. Haus rein, Mann. Klar, immer Rabbix Army. Das freut mich, Mann. Ich bin gerade gestartet und er spawnt da. Der Hammer. Der absolute Hammer. Wie soll ich jetzt zu meinem Hunter kommen? Kann mich einer abholen? Hallo? Ich kann das nicht. Ja, ich war jetzt ein bisschen am Jet. Ah, da muss ich jetzt echt dahin fahren. Wir gucken gleich mal hier nach irgendeinem, der eine etwas höhere KD hat. Ich glaube, der Baran hat einen Godmode-Glitch. Der Baran? Ja, Godmode-Glitch. Ach krass, ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Gibt's sowas noch? Ja, Godmode-Glitch? Ja, ja. Ach scheiße. Okay, na, das ist schon richtig mies, ne? Also, lass mich mal schauen. Vielleicht ist nicht jemand mit nach. Das ist kein Leck oder so, ja, ich glaube einfach nicht. Bin aber beim nächsten Stream wieder am Start, Rabbix Army. Ja, alles klar, Mann. Gar kein Problem, Real Life geht vor, ne? Was auch immer du vorhast, ich wünsche dir viel Spaß, Robert. Oh, völlig falsch geaimt. Level 829 hat eine KD von 3, 87. Wo ist der? Wie heißt der? Rumbik, oder wie man da heißt. Okay, ich guck nochmal. Ich guck gleich mal. Rumbik, ist das ein CEO, oder? Warte. Schnell, wo der ist. Naja, der kann CEO. Er ist kein CEO. So, hier haben wir die Tryhard-Methode 396. Rumik von Rage, der Mod-Account. Okay. Ah. Der gerade den Maurice oder so erledigt hat, ne? Wir haben auch Leute aus der der Julix-Gang hier. Hi, Nils Anker, was geht? Schön, dass du am Start bist. Ich war da kurz auf, sorry, welchen Helm nochmal für Wärmebild bzw. Thermalsicht. Kampfhelm. Und Jokic ist auch am Start. Was geht, Jokic? Schön, dass du am Start bist, Mann. Da ist ein... Scheiße. Da ist ja, ein... Versuchst du mit deinem MK2-Pussy mal einen Jet zu holen? Das sieht übel aus. Ich glaube, den kriege ich nicht. Oh, nice. Wieso ist denn der jetzt runter? Gefallen? Ja, nice. Bist du noch weg? Ich bin im Chat. Hä? Hä? Was ist denn los? Der hat gerade ein Orbital bekommen. Das ist Godmode Glitch, sag ich doch. Ach so. Kannst du nicht umbringen, vor Jesus. Ja, tatsächlich. Was geht denn ab bei dem? Meine Nachricht zu... Oh, das war ich. Ach, das ist der. Hä? Der hat auch ein rotes Kopfgeld? Ich dachte jetzt, das wäre Shinji. Ich bin im Chat noch unterwegs. Ja, aber da ist noch ein rotes Kopfgeld unterwegs. Ich dachte, du wärst ja, das ist ja dieser Rumik, wo ich gesagt habe. Ja, genau, das ist der. Okay, korrekt. Ja, super. Supreme, wie ich es liebe, wenn man mit dem Fahrrad aufs Maul fliegt und sich wahrscheinlich den Knöchel gebrochen hat. Ist den Knöchel gebrochen, oder was? Ja, das hört sich übel an. Die in den Minusbereich geht meine KD. Ah, deine? Wieso? Du bist doch gerade am Rasieren, oder nicht? Ach, das ist aber jetzt ätzend hier, einer mit so einem Godmode-Glitch. So, um rauszuboten. Ja, ich kick den mal. Weil Godmode-Glitch ist ja lame, ey. Das ist ja richtig lame. Oh, ach, jetzt toll, jetzt kommt er auf die Straße. Nee, gegen Godmode-Glitch habe ich keinen Bock. Wir haben uns gegenseitig geholt. Alles klar. Du kleine Sau, Alter. Gegen sowas gehe ich im Passiv.
So, dann lass mal kurz kicken. Und melden vorher auch noch. Also das kann man ja wohl melden, Alter. Ein Godmode-Glitch werde ich sowas von melden. Wo ist denn der? Baran, ne? Jo. Melden, Spielfehlerausnutzung, ne? Ja. Ja, den können wir eigentlich mal alle melden. Ne? Also Godmode-Glitch, das ist ja richtig scheiße, Alter. Kurdistan, ja. Ein Kurde ist das. Okay. Hüter ist besser wie Laser, oder? Nee, ich finde Laser besser. Ich schreibe einfach mal, wie viele sind wir? Ah, es sind bestimmt noch mehr. Reported. So. Ich habe mir einen Savage gekauft. Sehr schön. Jetzt musst du mit dem üben und rasieren. Hey, der ist dann auch noch auf dem Scheiß-Oppressor die ganze Zeit unterwegs. Beste Leben, wenn man das Stromkabel von der PS4 nicht findet. Oh, Supreme. Wie ist denn das jetzt? Ah ja, Internet ist immer noch nicht. Bist noch nicht umgezogen, oder? Bist du jetzt schon umgezogen eigentlich? Ich würde gerne mit dem B11 noch ein bisschen fliegen. Sure. Wenn die hier mit dem MK2-Oppressor die ganze Zeit rumdudeln, dann ist das ein bisschen scheiße. Mit einem Hunter jetzt. Nicht mehr. Oh, der Red Snake ist auch am Start. Was geht, Red Snake? Doch, ist fünfmal so gut. Echt jetzt? Ach, du bist umgezogen. Du hast jetzt besseres Internet. Nice, Mann. Der Baran hat so, hat Dingens, ne? Godmode. Ja. Kannst du den mal melden eben? Hab ich schon gemacht. Ach so. Oh, wegen Spielfehlerausnutzung und so. Ja. Okay. Dann machen wir mal eben da die Strike Force. Ja, nice, so muss das sein. Die Spieler stimmen darüber ab, dich aus der Sitzung zu entfernen. Wieso denn mich? Warte, wir müssen ihn empfehlen. Schnell! Och, ey, ich hasse das. Jetzt ist die da hinten gespawnt. Jetzt muss ich darüber. Wo ist Dodo, der Lurch? Dodo hat genug. Ah ja, da noch ganz lustige Story, Leute. Der Paul, der war dabei. Also der Paul und ein Abonnent haben sich nochmal mit den Jungs angelegt und die haben zu null kassiert. Ich habe Tonaufnahmen und Videoaufnahmen bekommen. Und die wurden komplett zerstört. Das Ding ist aber, ich habe denen versprochen, dass ich nichts mehr hochlade gegen die, weil die es auch einfach nicht wert sind, so, ne? Ich kann nur sagen, sehr lustiges Videomaterial, die wurden wirklich komplett zu null zerstört. Der Dodo ist gerage-quittet, direkt nach den ersten drei Toten. Der Alex danach auch gequittet und dann zum Schluss der Slay X Red war noch ziemlich lange dabei. Hat aber auch heftig vom Major hier in der Party gerade kassiert. Also absolut, absolut krass. Die sind richtige Lappen. Da würde jeder von euch würde die fertig machen. Jeder. Also die können ruhig joinen. Ich würde es mir sogar wünschen, wenn die reinkommen. Aber ich habe halt versprochen, dass ich nichts mehr gegen die hochlade. Und ich stehe zu meinem Wort. Oh, du willst rein, Red Snake. Das ist leider nur ein Einsitzer. Sorry, Mann. Kommt mit dem Baran hier rausgewotet? Gibt es PS4-Ladekabel im Mediamarkt? Du meinst, was für ein PS4-Ladekabel? Musst du deine PS4 aufladen? Läuft die mit Akku oder was? Ah, das eins. Oh, da ist ein Avenger in der Luft. Da kümmere ich mich gerade drum. Und ein Heli. Ich kümmere mich gerade um den Avenger. Den Heli habe ich. Warte, ich bin eine andere Heli, ne? Naja, ich habe ja alle in der FL. Halt. Supremus müsste eigentlich schon dafür beim Mediamarkt solche Kabel geben. Im Internet, wenn das aufgestellt ist. Oder wenn das halt. Ja, aber wenn das sofort braucht. Oh, ja, der ist am Arsch. Würde dieses Stromkabel brauchen, ne? Nicht das HDMI. Wer auch, kommt der jetzt mal da raus, oder was? Oppressor, da ist ein MK2. Nee, der ist von uns. Der gehört zu uns. Also ja, dann soll er auf mich aufhören zu schießen. Ah, Red Snake, ja. Scheiße, ja, das ist jetzt wieder das Problem, ne? Sonst hole ich den gleich vom Himmel.
Red Snake, also der Shinji, das ist jetzt halt ein bisschen schwierig, das immer hier zu sagen, wer zu wem gehört. Hey, nicht! Oh, shit. Red Snake das lässt man mich in Ruhe. Auch nicht. Naja, also Zombie Unicorn nicht, Shinji nicht und Mayomt nicht. Und mich nicht, am besten. Ich hab Rubik geholt. Sehr schön, wo ist denn der? Tot. Wo spawnt der jetzt da? Ne, das ist Verloc. Wo ist denn Rummig? Rechts von dir, wenn du im WF bist. Der Rote. Am Lagerhaus. Ja, der Rote. In dieser Sitzung wird so viel gestingert, da ist ein leichtes Ziel. Ja, den leichtesten Ausweg genommen. Das Bild ist ja geil. Ja, ne? Ich dachte vor allem, das ist so ein Karikatur Darth Maul. Ja, sie hat doch gesagt, die macht rein. Naja, stimmt. Ja, hat sie gesagt. Oh, wir haben jetzt zwei rote. Hey. Hier kannst du mal schön üben, Marc. Ich übe ja gerade hier schon. Wo ist denn der Hannes? Der ist im Laden drin, oder was? Oh, voll daneben. Der hat ja direkt ein Kopfgeld, der Typ. Hä? Hey. Ach, da ist der. Ich war gerade aus der falschen Rakete. Fällt dir ein? Ja, das Auto habe ich gesehen. Ihn jetzt nicht. Ich will unbedingt mal mit dir spielen. Ja. Wird auf jeden Fall noch eingerichtet. Bin ich zu dumm, um den zu treffen oder was? Ich sehe den nicht mal. Du bist blind. Ja, offensichtlich. Ja. Absolut blind bin ich. Hat er mich jetzt getroffen? Nee. Aber ich treffe ihn auch nicht. Bye, muss weg. Jo, haus rein. Alles Spieler. Ich bin absolut dumm. Ich treffe den nicht. Oh mein Gott, da muss ich die Bomben raushauen. Der letzte Anflug. Oh, ich flieg locker in Mark rein, weil der fliegt jetzt auch auf den drauf. Ne, tust du nicht. Oder ein Zombie. Oder halt ein Zombie. Oh, da vorne ist einer, ich hol mir lieber den. Ist gerade was einfacher. Hab ich jetzt. Oh, du hast ihn dir geholt. Sehr schön. Das ist Mark 2. So, das Ding, sagt man. Wer schießt denn hier mit den Raketen da hoch? Ey? Das ist Rack. Ravix, was zum 750.000. Machen will das was? Ravix, was zum 750.000 GTA machen? Will das Lagerhaus? Hä? Ich hab kein Wort verstanden. Das verstehe ich nicht. Geld verdienen. Ach so. Heißt am besten eigentlich. Am schnellsten Akt 2 und so. Ja. Wieso habe ich denn immer. Ihr passt bestimmt doch, ne? Wenn wir immer alle einjagen, dann geht's hier immer runde. Benny K, moin, was geht? Willkommen im Stream. Wenn ihr alle diese Kopfgelder habt, dann. Wie viel hätten der aus? Dann werdet ihr mir nicht als Freund angezeigt. Das ist richtig ätzend. Warum nicht? Naja, damit du dir das holen kannst. Hä? Ach so, ja, Red Snake. Ja, der gehört jetzt zu uns. Ravix, kannst du mir dein Kabel leihen? Nee, dann kann ich meinen Controller nämlich nicht mehr aufladen. Junge, kauf dir einen. Ich krieg auch gerade, ich muss keine Fahrzeuge bezahlen, wegen dieser Mission, was ziemlich cool ist. Aber ich habe Angst vor Mark. Ich pass schon auf dich auf, keine Ahnung. Okay. Ich hätte Angst, dass er mich teamkillt. Ja, ich auch. So viel, nix bitte. Also er hat mich jetzt. Oh Gott, wieso sehe ich denn die ganzen Namen? Ich will die Namen nicht mehr sehen. Myers, der müsste hier stehen. Oh Gott. Ja, der schießt aber mit Raketen. Ja, das kann er ja machen. Ist ja kein Ding. Ich bin auch schwer auf ihn zugeflogen. Ey. Alter.
Ich habe immer die falschen Racken. Ich verwechsel immer, dass ich zweimal rüber muss. Jo, Digga, was geht? Sujuke mit Ei, was geht bei dir, Mann? Hä? Ach komm, Alter, ich bin echt dumm gerade. Ich bin richtig dumm, ich treffe den nicht. Nice. Oh. Oh Gott, da vorne ist wieder. Na, ist nur ein Oppressor. Und Baran in seinem Godmode-Glitch. Ah, hier. Ein Kanal. Ja. Oh, Prost. Ich will den haben. Ja, der ist noch auf dem Boden. Alles gut, ja, Mann, alles gut. Ich hole den aber nicht mit Lenkraketen. Das ist lame. Komm her. Ich hab jetzt die Bäume am Halt. Hallo? Ich hab doch nichts gemacht. War wieder knapp. Es war wieder knapp. Ich hab ein bisschen angekratzt. Ja. Ein bisschen. Ja. Der hätte ein paar Schuss mehr aus von dem MG. Hey, jetzt fühle ich mich aber verarscht, Alter. Was hast du für eine KD? 4er KD habe ich. Also keine 50er. Also ich mache nämlich auch Battles auf dem Boden. Sehr gerne, ehrlich gesagt. Aber ich will die B11 gerade ein bisschen üben, weil Jet und Heli und so, das kann ich eigentlich schon, aber B11 noch nicht. Okay. Ah, jetzt, wo wir jetzt in der Stadt verstecken, bin ich einmal bisher gestorben. Ja, nice. Moin, Rabbix, geilster Spieltag der Welt, der Bundesliga, weil der HSV nicht gespielt hat. Ein Spieltag ohne HSV-Zucker. Ach krass. Bang Gang ist auch am Start. Versteht man? Kann heute nicht mitzocken, das ist echt schade, so Joke. Aber beim nächsten Mal dann auf jeden Fall. Ich mache ja noch öfters diese Art der Streams. Weil die mir persönlich auch extrem viel Spaß machen, muss ich sagen. Letztlich in dein CEO eine passt nicht. Der steht jetzt genau in der gleichen Position wie vorhin der andere. Da muss ein Gebäude sein. Ich bin da noch nie gewesen. Ich weiß gar nicht, ob da echt ein Gebäude ist. Ich krieg den nicht. Alles klar. Ich war heute in der Tryhard-Lobby gefangen. Da waren 3 oder 4 Leute mit Godmode-Glitch. Ja, wir haben ja auch gerade einen mit Godmode-Glitch. Das ist wohl gerade wieder irgendwas Neues. Wie lächerlich ist das denn gerade gewesen? Oh, das war scheiße. Hat er dich geholt? Wie? Auto-Aim, Alter. Huch, völlig falsch geschossen. Oh, ich treffe den nicht, sehe den nicht. Wieso ist mein Radar immer so komisch? Weil Baum. Hä, der müsste doch da sein. Moin, Mutlü, was geht, Mann? Fame, du hast vorhin schon geschrieben. Sorry, habe ich, glaube ich, gar nicht gelesen. Ich dachte mir nur sowas wie, willkommen im Stream, Mann. Ich hoffe ja wirklich, dass Dodo und so gleich nochmal reinkommen. Die haben ja gesagt, dass sie in den PvP-Streams, dass sie nachjoinen. Bin ich gespannt. Ja, jetzt müssen sie auch ihr Wort halten, ne? Was mir gerade ein bisschen auf den Sack geht, ist, dass ich hier die ganze Zeit die Namen sehe. Ah, jetzt nicht mehr. Hä? Ach, er schon wieder. Aber er geht auch immer wieder passiv, ne? Ja. 151, was geht? Alles fit, Mann? Hatten. Jo, nice. Gesehen. Nee. Dann. Oh, er macht jetzt schon wieder 1 gegen 1 Deathmatch. Oder machen. Ohne ja, mach. Dann sieht er mich nicht auf der Map. Doch. Ja, ja. Dann kann ich ihn messern. Hast du gemacht? Ja, habe ich jetzt messern. Gut. Sehr schön. Ich bleib im Jet. Wo ist der denn? Der ist auch im Jet. Ah ja, stimmt, das ist jetzt dann Jetfight. Kriegst du hin, oder? Hoffentlich. Wir glauben an dich. Ach komm, ich helfe dir. Ja, aber dran. Alter! Der war hinten, der ist hinter mir hergeflogen, konnte mich aimen. Ja. Ey, wieso hab ich jetzt einen weißen Laser? Ja, weil das Deathmatch, weil du das Deathmatch mit ihm gestartet hast. Ja. Es gibt auch eine Methode, eigentlich könntest du uns alle mal killen, wenn wir dann alle dein Deathmatch hier annehmen. Dann sind wir alle im Jet.
Aber muss er nicht sein. Braucht man nicht. Hier kommt wieder der mit dem God-Mode-Glitch. Ein Mongo hier. Bist du hinter ihm? Ja, sehr schön. Hab auch schon getroffen. Sehr schön. Gönn ihn dir. Ich bin B-Red Snake. Ah, alles klar. Ja, dann siehst du jetzt auch, wenn du nicht abfacken darfst. Oder nee, siehst du gar nicht. Zombie Unicorn. Alle, die in der RapX Crew sind, da halt auf jeden Fall nicht. Und den Mayomt auch nicht. CKLS. Hi, keine Benachrichtigung. Danke für nichts. Was? Keine Benachrichtigung? Krass. Vielleicht hat die Glocke nicht an. Ha? Na, die See müsste sie aber anhaben eigentlich. Hm? Ach, dieser Typ. Geht mir auf die Eier mit seinem God-Mode-Glitch. Mit dem lege ich mich nicht an, wenn er God-Mode-Glitch hat. Ist ja noch nicht rausgeflogen. Wann kommt das ASMR-Video? Ja, aber so viele andere Spieler sind. Mhm. Machen wir nochmal B11 raus. Hab ihn geholt. 1-1. Nice. Doch habe ich an. Hä? Natürlich, ich weiß es so anders. Ja, dann hast du nicht aufgepasst. Bettel dich mal weiter mit dem. Du weißt du, wie Dogfight funktioniert, ne? So. Ja. Das ist eine schöne Übung. Kann ich in die Crew? Natürlich. Unter dem Stream ist der Link. Da kannst du dann beitreten. Und dann sehe ich die Crew-Anfrage und kann die in-game annehmen. Du kannst aber auch in-game einfach auf dein Handy gehen, dann auf meinen Namen. Und dann steht da Crew beitreten. Also quasi gehst aufs Handy, dann auf Kontakte und dann auf Crew beitreten. Nächste Woche übrigens, Leute, kommt Spider-Man. Am Montag werde ich mir das holen. Oder am Dienstag. Nicht direkt am Release-Tag. Dann werde ich das ein bisschen streamen. Och. Dieser Typ, Alter. Seine God-Mode-Scheiße da. Was? Du hast kein Handy. In-game. Nein, In-game-Handy. Das meine ich. Wie lange machst du heute? Ehrlich gesagt weiß ich das noch gar nicht so genau. Es kommt immer drauf an, wie ich Bock hab. Hä? So lange, bis ich ihn schlafen schick. LOL. Der hat sich da reingesneakt, der Sack. Aber er scheint den Jet zu beherrschen. Ja, natürlich. Sonst würde er nämlich nicht rumfliegen. Das ist eine super Übung für dich. Hä? Vor allen Dingen, jetzt machen wir gerade die Stopfight. Oh, schade. Alles klar. Instant hat er mich geholt. Ich wollte mit ihm spielen, ja. Dieser God-Mode-Typ ist langweilig, Alter. Könnt ihr den nochmal alle reporten oder so? Hier alle diesen komischen, wie heißt der, Baran, der ist im God-Mode-Glitch. Die können wir ruhig mal rauspoten hier. Was war das denn jetzt? Schönes Thumbnail, danke Mann. Zone, was geht? Wenn man Selbstmord begeht, wird ein Kill abgezogen, hat an. Ja. Hä? Das ist ja dann, oh, ich kann das gar nicht kaputt machen. Das ist so, wenn du dann 1 gegen 1 machst. Können wir eine Expo-Sniper One-Shot machen? Oh, ich muss jetzt auch in die Luft. Zwar ganz schnell. Ist da auch der One-Shot-Bug? Savage, ja klar. Gerade bei der Savage ist der One-Shot-Bug. Mit der Expo-Sniper? Das weiß ich nicht. Kann aber auch. Die ersten Schüsse kriegt man ja kaum mit. Man kriegt ja eigentlich nur mit die Expo-Sniper, wenn man wirklich schon am Arsch ist, quasi. So, jetzt muss ich ganz schnell hier rein. Wie steht's denn noch, Marc? 3-0. Okay. Weil ich stoße jetzt dazu, ich bin dann das fette Ding, was da rumfliegt. Mhm. Ach, du hast verloren. Das ist mir egal. Och Mann, dieser Baran, der geht mir so auf den Sack mit seinem God-Mode-Glitch, Alter. Wenn er da nicht drin wäre, würde ich ihn so auseinandernehmen, diesen Sack. Jo, Max, was geht? Und Ottoman ist auch am Start. Wo er mit reinkommen? Das Ding ist, würde euch alle auf diesen Baran hetzen, aber dieser Baran, der ist im God-Mode-Glitch. Das ist doch richtig armselig. Allein wegen dem würden wir, glaube ich, den können wir alle mal reporten. Also ohne Scheiß. Das ist eine richtig ehrenlose Aktion eigentlich, quasi die Leute darauf zu hetzen, einen zu reporten. Aber der hat so verdient mit seinem God-Mode-Glitch. Das ist so richtig arm.
Ist bestimmt Franzose. Nee, das ist ein Kurde. Kurde, Alter, noch schlimmer. Ist auch ein Franzose. Learn, sagt er. Der sagt echt zu mir, der Romek Learn. Bist du Modder, Tim? Dodo? Schon wieder ein Dodo? Also wie viele Dodos? Wie viele Accounts, Alter? Oder ist Dodo irgendwie so ein Trendname oder was? Nee, ich bin kein Modder. Also ich war mal, auf der PS3 habe ich mir mal einen gemacht, einen Unlock All. Ja, das hat ja keinen Sinn. Ich würde ihn jetzt gerne, aber wenn der immer wieder ankommt mit seinem unbesiegbaren MK2-Oppressor. Max ist bestimmt... Supreme. Ist bestimmt ja. Franzose, bester Mann. Ja, das ist, ist halt so, ne? Hast du mal vor, Merch zu machen? Boah, Digga, noch nicht bei 600 Abos. Merch. Komm, ich würd's kaufen. Ich hab noch nicht mal mein richtiges Kanalbild. An der Paulus-Song, da wollte ich jetzt gerade reinschließen. Wir werden gleich mal die Lobby wechseln, weil der Typ, der nervt mich richtig mit seinem... Was willst du gegen Godmod-Glitch machen? Gar nichts. Kannst nichts machen, das ist es. Ne, da das kannst du... Orbital versorgt. Ja, da kannst du nichts machen. Stimmt, hey, da hat er... Anastasia, das stimmt doch gar nicht. Oh Gott. Achte mal drauf, ob er was an seinem Outfit oder so ändert. Dann ist der God-Mode weg. Nee, macht er ja nicht. Das ist es ja. Ich habe jetzt schon... Der hat die ganze Zeit das eine Outfit an. Ich kenne den ehrlich gesagt nicht. Ja. Wenn der da weg ist. Ja, aber wie kann man den da, kann man den irgendwie da reinbringen oder so? Da muss ein Ladescreen bekommen, irgendein. Kaninchen, was geht? Strichcode. Sag mal den Namen von dem Godmode-Typen. Ja. Das ist hier der in dem MK2-Oppressor. Der heißt. Na? Baran724. Der ist das. Kenne den Glitch, ich kenne den nicht. Wie gesagt, so Glitches und so, da bin ich gar nicht mehr auf dem Start. Der Rum ist wieder im Passivmodus im Jet unterwegs. Naja, ist das lächerlich? Machen wir eben hier. Ist das jetzt echt. Also, Godmode-Glitch, ja, richtig arm, Alter. Kopfgeld aussetzen, wo ist denn dieser Rium? Bum, bum, bum. Ja, ja, der Typ. Okay, what do you kannst den Passi... Ah ja, stimmt, ich bin Passi-Modus. Wegen diesem Baran-Typ. Ach, der Typ. Kennst du den, oder was? Genau, er braucht nur die Ladeschnecke, der Kunde. Solo-God-Mode, ja. Alter, das ist doch richtig... Jungs, ist doch richtig arm, oder? God-Mode-Glitch. Ja. Nein, das war zu spät. Was? Akula Matata. Supreme. Ist das nicht ein YouTuber mal, oder so? Guck mal, du kriegst mich nicht mit deinem Pussybike. Vergiss es. Ja, also ich würde eigentlich gerne in der Lobby bleiben wegen diesem Rummik oder wie der heißt. Aber dieser Baran, wenn er ständig in seinem Godmode da rumfliegt, das ist doch richtig scheiße. Schon gemeldet? Ja, hoffentlich, ne? Alle mal melden, Spielfehlerausnutzung. Das ist ein richtiger Aufruf. Da könnt ihr auch sagen, das ist asozial, sowas macht man nicht, das ist mir egal. Bei sowas, Godmode macht man auch nicht. Also, wenn er jetzt besser wäre oder so, dann wäre kein Ding. Dann würde ich es natürlich nicht machen, da wäre es eine asoziale Aktion, aber nicht mit Godmode-Glitch. Hallo, das ist doch richtig arm, ey. David, was geht? Du alte Kartoffel, alles fit? Och man, er ist schon wieder hinter. Er hat mich schon 3-0, weil ich nichts machen kann. Ich wechsle jetzt die Lobby. Das ist scheiße mit so einem Godmode-Glitch-Typen, ne? Diesmal meldet den mal. Das wird einfach nur schlagen. Ja, ich würde mit dem 1 gegen 1, ich würde alles mit dem machen. Aber Godmode ist doch richtig arm, ey. Das Ding ist jetzt, wenn ich jetzt die Lobby wechsle, dann müssen wir alle nachjoinen. Nur wegen diesem einen Typen, ey. Mit die Lobby wechseln. Akula aimt nicht mehr automatisch, was kann ich tun? Du hast die Lenkraketen drin, ne? Doppel-MG raus. Was? Doppel-MG raus? Doppel-MG raus, er hat bestimmt unten das Kamerageschütz auf Doppel, muss auf einzustellen. Ich bin gar nicht fies, ne? Ich gehe jetzt in eine neue rein, das ist echt langweilig mit sowas. Nein! Tu's nicht! Der verfolgt die ganze Zeit mich.
Nur mit seinem Godmode, scheiße. Ich würde mit allem holen wollen, mit Jet und kein Ding, naja, aber Godmode, dann auch noch MK2. Puh, ne, ne. Nee. Schlafen von früh bis morgens. Ach, ich gönn's ihm. Der Prost will mich holen. Hallo Kartoffel, mir geht's supi und dir, mir geht's super. Danke der Nachfrage, David. Ah, cool. Booms sein Leben würde ich gern, wenn er aus seinem Godmode rauskommen würde. Aber geht er nicht. Tut er nicht. Der Saftsack. Das Ding ist heute, die Leute, die sowas nutzen, sind meistens die größten Lappen in dem Game. Ja. Mensch, ich muss mich den Godmode auch noch holen. Ah, Let's Black Army, was geht? Du lebst ja noch. Was ist los bei dir? Was läuft bei dir? Machst du eigentlich noch YouTube oder machst du gerade Pause? Der ist safe hier drin. Bestimmt. Also wenn ihr noch in der Lobby seid, meldet ihr mal alle wegen Spielfehlerausnutzung und dann kickt ihr noch raus. Wo bin ich jetzt hier? Ah, schon wieder eine 28er Lobby. Ist ja gar nicht so schlecht, aber jetzt müssen wir wieder gucken, dass ihr alle reinkommt. Ach so, hallo erstmal, einfach Casio. Hallo Casio, du bist neu, oder? Ich habe den Namen zumindest noch nicht gelesen, außer halt heute kurz. Ja. Oh, einer ist direkt reingekommen. Wer ist denn da? Ah, der Arcade. Arcade Zone. Wie sieht es eigentlich mit meiner Lurdy-Boxies aus hier? Jawohl, funktioniert alles. Sehr schön. Der Ladescreen ist real. Ah ja. So. So, wollen wir mal gucken, was alles kaputt ist. Was ist denn alles kaputt? Wahrscheinlich alles. Hi, ich bin drinne. Ja, ich sehe es, dass du drinne bist. Okay, ist nichts kaputt. Sehr schön. Ah. Ein Veteran in GTA, sehr schön. Sowas können wir immer gebrauchen. Veteran in GTA. Ja. Webex, was ich am Rummik gut finde, ist, der mischt sich gerade nicht ein. Der mischt sich nicht ein? Okay. Nein, der mischt sich nicht ein. Okay. Aber wo mischt er sich ein? Bruder, hast du meins nicht gelesen? Oh fuck, warte mal. Ja, ich mache YouTube fast 400 Abos, Bruder. Ja, nice, Mann. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Ich habe schon länger nicht mehr drauf geschaut, deswegen habe ich gefragt auch. Ich hatte irgendwann mal letztes Mal noch drauf geguckt. Was ist der denn da unten? Jetzt, wo er mich vom Himmel geholt hat, ne? Aber der hat den Jet nur angekratzt, sodass ich halt nicht mehr fliegen konnte. Ist aus dem Passiv gegangen, holt sich den jetzt. Oh, der Ace, der ist schlau. Echt krass. Okay. Wem jetzt? Also, achso, du bist schon hier. Nein, ich arbeite dran. Und die Lobby schnell wechseln. Oh, das war teuer. 17.000, sehr schön. Spielverderber-Lobby ruft mich schon. Nein, nur nicht. Oh Gott. Wie geht's euch so? Sehr gut. Wie geht's dir, Anastasia? Du übrigens, hör mal, die Zombie, die hat vorhin eine Scheiße gelabert. Nein, gar nicht wahr. Hör nicht auf ihn. Du hast einfach das gesagt, was du wolltest. Nein, ich habe das so wiederholt, wie du gesagt hast. Genau. Meine Freunde fragen mich immer, warum ich Spieler töte. Ich sage, das stimmt nicht. Ich gebe aktiv Sterbehilfe. Nice, Mann. Der ist gut. Ja. Der Paul ist heute Nacht mit diesem Wasserheli, Senkrechtstarter. Sorry, Arcade. Ja. Und auf jeden Fall ist er damit straight auf mich zugeflogen, der Paul. Ich hatte die Lenkrakete genommen, hab vorgeendet, hab seine Rotoren erstmal geschrottet. Alter. Okay, tut mir leid, Mann. Ich hatte ihn voll im Aim und ich hab nicht gesehen, dass du da hinfährst. Sorry, Digga. Anastasia sagt schon vergessen. Oh, das freut mich. Puh. Mit einem Punkt, vor allen Dingen so. Schon vergessen, Punkt. So. Nach dem Motto, fick dich. Ich bin bei HD in der Lobby. Bremst du da jetzt ab? Ach nein, ich bin in dieselbe Lobby wie du. In die gleiche Lobby? Oh, ich habe jetzt keinen Bock, dem die ganze Zeit hinterher. Da hast die gelben haben Geisterorganisation. Okay, gehen wir da vorne hin. Typisch Nico, was geht? Schön, dass du da bist, Mann. Alles fit bei dir?
Und ich gehe auf. Ich gehe auf. Schönen Abend noch. Jo, haust rein, Asix. Schönen Abend wünsche ich auch dir noch. Oh, scheiße, das war schlecht. Der wird hier auf jeden Fall begleitet von dem, glaube ich, oder? Ne, der macht nichts. Aber ich muss schon sagen, ich habe ein paar Kills geholt, ohne zu sterben. Kann ich dir eine FA senden? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Abonnenten können wir immer eine FA schicken und dann könnt ihr auch nachjoinen und mitzocken. Ist gar kein Problem. Dann müsst ihr den Tag eingeben. Genau. Ausrufezeichen PSN. Oh, Dark Fury. War der auf einem Bike? Sah so aus, wa? Vorausgesetzt, die Lobby ist nicht voll. Oh, die läuft aber schön gekriegt. Ich werde sowas von Spielverderber. Kannst du meine Frage beantworten? Hier drüber. Habe ich echt nicht gelesen. Weiß ich auch nicht. Guck gerade. Ich habe jetzt 3,3 Millionen im Spiel. Soll ich mir was kaufen? Die Kanjali oder Upgrades für den MC-Labor? Kanjali oder Upgrades für die. Das, was hier mehr Spaß macht, würde ich sagen. Wenn du jetzt diese 3,3, wie hast du die 3,3 Millionen denn erspielt? Hast du wahrscheinlich mit Heist gemacht, oder? Oh Gott. Oh Gott. Nee, da muss ich raus aus der Third Person. Aus der First Person. Ja. Also wenn ihr Fahrzeuge verfolgt, geht ihr am besten in Third Person. Und wenn ihr Personen abknallt, dann geht ihr am besten in First Person, wenn ihr wisst, was ich meine. Lesen kann ich, aber danke trotzdem. Okay, Mann. Starte CEO-Auftrag, da bezahlst du nichts für Autos, die du kaputt machst und kommst auch nicht in Spielverderber-Lobby. Ja, aber dann kann ich mich auch nicht wegporten. Kann mal einen VIP-Auftrag starten hier? Damit der am Start ist, weil dann kann ich nämlich porten. Markus Dietrich braucht Hilfe beim Deluxo. Vorbereitung. Vielleicht hat er hier einer Bock und muss das auch noch machen. Starte Handhunter, beste Sache. Komm, machen wir einfach mal. Was? Eine Challenge auf Manchiliad kommen. Nee, sein Auto mache ich jetzt nicht kaputt. Das ist richtig ehrenlos. Das Auto kann er ruhig behalten. So, dann machen wir Headhunter. Das ist gar keine schlechte Idee. So, gucken wir mal, was wir da vorne haben. Wenn du den Kanjali nicht unbedingt brauchst, dann kannst du, wie gesagt, die Updates machen. Ja. Upgrades-Dings. Also wie gesagt, das würde ich auch sagen. Wenn du, also den Kanjali benutze ich persönlich zum Beispiel auch kaum. Ich benutze, wenn, dann würde ich dir die Helis empfehlen. Aber Kanjali, ja. Also ihr sagt auch, CEO Kirsten und Nachtclub, also war wenig Arbeit und Kanjali brauche ich nicht unbedingt. Ja, nee, dann mach das nicht. Dann hast du die Frage schon selbst beantwortet. Ja, genau, dann mach's nicht. Also Kanjali benutze ich halt auch kaum. Das ist so. Ich bin aber auch sowieso mehr so der Pilot. Macht mehr Spaß. Panzer finde ich echt langweilig. Keine Ahnung. Wo braucht man einen Panzer? Oh Gott, der war schlecht. Der zweite aber. Schariele. Oh, der wollte gar nichts. Haben wir hier noch einen mit einer hohen KD? Kann das mal einer abchecken? Da hat einer eine 4. Wo? Oh. Könnte das denn sein? Den könnte man ja trollen. Oh, ich hab Angst vor meinen Abonnenten in dem Jet. Warte, bis ich in dem Chat sitze. Aha. So, ich bin jetzt auch in der Lobby angekommen. Entweder habe ich gerade absoluten Internet-Fail oder die sind alle am Verlassen. Ja, ich habe Internet-Fail. CEO-Kisten und Nachtclub, also war wenig. Achso, wie weit man mit einmal Vorräte kaufen, wenn sich das lohnt. Ach, der ist immer noch AFK. Warte mal. Den Satz, wie weit man mit einmal Vorräte kaufen, wenn sich das lohnt. Hä? Kannst du, meinst wenn du, wie... Wenn man sich, wie weit man mit einer Vorräte kauft, Vorräte kauft, wie weit man damit kommt. Das ist von Labor zu Labor unterschiedlich. Meistens kriegst du einen Produktbalken voll. Boah, warte, nee, ich hab hier eigentlich eine Liste. Alter, ist mein Internet gerade am... Die sind hier richtig am Backen und so.
Warte mal, ich habe hier nämlich eine Liste, eine Rechnung aufgeschrieben. Da kann ich genau sagen, wie lange was braucht. Was ist das denn jetzt hier? Oh Gott, ich muss mal Lichter machen. Ich sollte aber nicht so hoch fliegen. Ich lande mal kurz da vorne. Savage oder Hydra, Rabbix? Hast du ne, du hast keine Laser, ne? Oh, jetzt bin ich auch hingegangen. Also ich sag, ich bin ganz... Oh, okay, ich bin Rabbix rausgeflogen. Ja, okay, mein Internet. Hoffentlich ist der Stream noch. Geht der Stream noch? Noch läuft das. Okay. Aber ich bin in der Lobby drin. Also ganz ehrlich, Jet ist King. Also Jet ist wirklich King. Mit Jet bist du immer noch am allerbesten unterwegs. Deswegen würde ich Hydra empfehlen. Eigentlich würde ich Laser empfehlen, aber Laser ist halt sauteuer. 6 Millionen, das ist viel zu krass. Ich join euch gleich wieder nach. Ich mach kurz Licht an, hol mal eben die Liste. Ich muss kurz sehen. Moment. Hat Paul ist auch hier drin? Ja, ich lasse mal. Wer ist denn Jetter weg? Ja, ich bin weg. Ich muss gerade nachschauen, wo diese Liste ist. Das ist komisch, ich hab mir alles so schön aufgeschrieben. Ja. Ah, hier. Ah ne, das ist das gar nicht. Irgendwer raketet mich hier. Ach fuck, mach ich später. Okay. Finde ich gerade nicht, Alize. Schreibe ich dir nochmal, dann auf jeden Fall, wie lange das braucht und so. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ich habe hier zum Beispiel stehen, wie lange eine Kiste immer im Nachtclub braucht. Das habe ich hier komplett. Und ich muss jetzt euch, nein, nicht mir nachjoinen, Jungs. Ich join nämlich jetzt wieder den anderen nach. Aus der Lobby, wo ich gerade rausgeflogen bin. Hab beides, wollte nur für Kills. Ach so. Ach, du hast beides. Ja, dann. Also wenn du Jet fliegen kannst. Und also für Kills ist Savage gut. Mit dem kannst du immer schön unten rumfliegen. Savage kannst du ordentlich Kills holen. Da angeflogen. Tja, Rabbix, jetzt weißt du, wie es mir immer ging und ich habe jetzt 3.000 Rabbit Coins. Nice, Mann. Die Hunter sagen, ist auch was Feines. Ja, Hunter ist auf jeden Fall auch richtig nice. Wenn Hunter fliegen kann, also ich finde, der schwierigste Helikopter ist wirklich Akula. Wenn man den kann, kann man jeden Heli. Also wenn man Akula fliegen kann, hier mit Sperrfeuer natürlich, ne? Nicht Lenkraketen. Wenn man Akula mit Sperrfeuer präzise treffen kann und so, dann kann man jeden Heli fliegen. Definitiv. Ist kaputt. Und für Buzzard braucht man auch Skill. Also für Buzzard, das unterschätzt man. Da braucht man auf jeden Fall auch Skill. Auch wenn die Raketen da eine ziemlich krasse Explo-Range haben. Aber im Akula sind die ja richtig kacke. Hab zwei Akulas. Einmal mit Lenkraketen, einmal mit Sperrfeuer wahrscheinlich, ne? Habe ich ja schon gedacht. Magst du Deluxo? So? Ja, nö. Deluxo. So. Deluxo. So. Apropos Deluxo, so. Ich werde vom Deluxo so verfolgt. Ich bin wieder in eurer Lobby, ne? Ja, sehr schön. Wenn du Savage sagst, würdest die Hydra. Okay, dann nimm die Hydra. Ich versuche gerade mal den Deluxo so zu dir zu locken. Ich bin Sakula, ne? Achso. Ich hab keine Explosion eingepackt. Bin Level 314, hab bis jetzt nur 2 Kills mit dem Kampfjet gemacht. Das ist kein Ding, das ist alles Übungssache. Du musst einfach richtig oft fliegen. Ich muss noch so viele Guides machen, wenn ich das mal lese. Oh, der war ja. Hilfe! Der ist AFK. Oh ne, das ist ja scheiße. AFK-Kills sind doof. Ich hab grad die Deluxo-Rakete am Arsch gehabt. Boah. Der arme Kevin. Dieser Moment, wenn man geiles Internet hat und nicht zocken kann. Oh Mann. Wieso? Achso, du kannst nicht zocken. Wieso nicht eigentlich? Er hat kein Kabel mehr. Ach stimmt, wegen dem Kabel. Ach, Stromkabel, weil er Ladekabel gesagt hat. Ich dachte, er meint für den Controller. Wie alle hier Explosniper bei haben, was ist das denn? Das ging ja voll in die Hose. Das auch. Und das. Oh, der ist auch AFK. Hä? Wer zielt mich denn da an? Wer hat denn da zielen auf Freunde ein, hä? Ich mir das mehr Personal-Upgrade oder mehr Auskommen mit Vorräte.
Black Quadrat, was geht? Willkommen im Stream. Alice, ja. Dann bring ich den Deluxe zu dir halt. Oh, scheiße. Also ich würde Personal upgraden. Wieso holst du den Deluxe nicht? Flieg nach oben, komm von oben und hol ihn dir. Hoffentlich ist meine Lock-on-Range. Die Lock-on-Range vom Buzzard ist länger, also ist weiter als vom Deluxe. So. Das bringt ja aber relativ wenig beim Deluxe, weil das Ding läuft immer nach links aus, dann ist nicht mal Kilo vorbei. Ja. Habt den FA geschickt, wolltet ihr beitreten? Oh, okay, warte, ich nehme sofort an. Der Mark wird sowieso gerade verfolgt von dem. Freundesanfrage. Ah, da, King Cassio. Alles klar, Mann. Habe ich angenommen. Müsst mir dann joinen können. Bro, ich schaue gerade so einen komischen Kriegsfilm, da fliegen Helis, die so aussehen wie der Hunter. Der Hunter soll ja auch den Helis nachempfunden sein, denke ich mal. So, Marc, ich möchte jetzt, dass du den Deluxe holst. Kann ja nicht sein, dass er immer noch da rumfliegt. Ich arbeite gerade dran. Ich muss gerade erstmal herausfinden, wo der ist. Es ist gerade nicht einfach im Dunkeln. Ja, Akula geht bei mir fast jeder zweite Anflug kill. Also fast. Ja, nice, Mann. Also wenn du Akula kannst, dann kannst du jeden Heli. Das ist schon ziemlich nice. Cool, was bist du für ein Level? Black Quadrat? Ja, das Schwammige, das ist halt... Aber das ist ja das. Wenn du das drauf hast... Ach, der ist ja AFK, habe ich ganz vergessen. Das ist auch low. Wenn das wie beim Buzzard wäre, wäre das Ding Overkill. Mhm. Da ist jetzt noch ein stopp. Deluxo. Jetzt, Der Deluxo ist vom Himmel. Nubluxo. Ist halt echt so. Also ich bin... Ich fände es echt geil, wenn es in dem Game wirklich keinen Oppressor geben würde und keinen Deluxo. Weil das ist einfach nur scheiße. Wenn man im Heli hier rumfliegt und man möchte ein paar schöne Buzzard-Kills machen, sofort wird der Oppressor MK2 ausgepackt. Das ist richtig nervig. Das sind die größten Noob-Tools. Oh nein. Direkt auf sowas ausgelegt. Wer hat abgeschossen? Wer schießt mich denn das hier ab? Das ist halt das wirklich Traurige dran, dass sie wirklich darauf ausgelegt sind für die Noobs, damit die auch mal was reißen. Gehört der Annie Ross zu irgendjemandem? Und keine Orbital. Was? Ja, aber Orbital ist wenigstens noch so, da muss man richtig viel Kohle für zahlen. Tut mir leid. Da müsstest du eigentlich direkt sagen, keine Unlock Alls, weil Unlock Alls haben wir quasi das Game in dem Sinne kaputt gemacht. Weil Tryharder gibt es erst seitdem Unlock Alls draußen sind. Ja? Würde ich nicht sagen. Ja, doch, würde ich schon fast so schon sagen, weil Tryharden ist sauteuer. Und keiner hat Bock. Ja, okay, es sei denn, man glitscht sich das Geld auch noch so richtig heftig. Jetzt jag ich den Hunter, jag ich den Buzzard hier. Ja, das bin ich, du Sau. Du kannst da vorne, kannst du da hin? Den gelben. Wo ist der? Was ist mit dem? Na, ganz mal, haben wir hier eigentlich einen mit einer hohen KD, der vielleicht ein bisschen was. Oder hat vielleicht hier gerade einer, ist vielleicht ein Hater oder so im Stream, der reinkommen möchte? mal, Spieler, wo ist denn Dodo? Die wollten eigentlich nachjoinen. Die haben keinen Bock mehr. Andy Ross hier, 268. Aber der über Andy Ross. Hey, bitte, FB, und jetzt hör mal auf, mich zu killen. Das bist du, Paul. Hä? Was haben wir hier? Ich hab Deluxe, das ist Bang Gang. Und King Casio. Leute, das ist ja richtig schön, hör mal. Wir haben ja richtig gute hier drin. Der King Casio, erstmal willkommen bei den Rabbits, Digga. Schön, dass du so eine hohe KD hast. Bist wahrscheinlich auch gut. Tryharder sind hier immer willkommen bei uns in der Army. Genauso wie Bang Gang, wissen wir, der ist gut drauf. Wenn wir nämlich dann mal abgefuckt werden oder so, dann sind gute Leute immer schön zu haben. So, Andy Ross. Da schauen wir doch mal, was der Andy kann. Webex, kannst du mir verraten, warum der Deluxe, der gelbe Deluxe noch im Leben ist? Ich bin zweimal getroffen. Ja, das ist ein Missions-Deluxe. Das dauert richtig lange, den zu holen. Der kann dich aber auch nicht abschießen. Deutsch-Türke, den kenne ich. Ah, okay. Ich finde, sie sollten mehr in den Realismus zurückkehren. Das sehe ich genauso, Likey. Wer ist denn... Ach, du bist mal cooler, ne? Ja. Ich flieg gerade hinter dir. Digga, ich gönn mir erstmal eine Beefy. Hau rein, Mann. Gönn sie dir. Ich mag Beefy nicht. Ich rauche auch noch ein bisschen dabei. Aber ich flieg lieber Hunter mit 7 Sperrfeuer. Ja, Mann. Hunter macht auch mehr Spaß. Akula erfordert mehr Skill, aber Hunter macht halt mehr Bock. Finde ich. So, der ist immer noch AFK. Haben wir hier keinen mehr? Doch, ich wollte doch diesen Typen, wie heißt der nochmal? Ross, wo ist denn der? Andy Ross, da, den markiere ich erstmal. Sehr schön, dein Job. Andy Ross. Hä? Mein doch, Job? Du bist doch im Jet, oder nicht? Du wolltest doch Jet üben. Nein.
Ach so. Kannst du mich grüßen? Husky, Grüße gehen raus an Husky 888. Wieso hast du denn so viele Achten hinten dran? Ist aber nicht so korrekt, ne? Weißt du, was scheißt? Bin kein Tryharder. Bist kein Tryharder, hast eine 3er KD? Digga. Der Mayomt hat eine hohe KD, natürlich. Der Mayomt gehört auch zu uns und ist in der Party. Und der ist auch ziemlich, ziemlich krass. Nein, der gehört nicht zu uns. Der Mayomt ist auch, der Mayomt ist auch derjenige, der sich quasi bei diesem auf das Battle eingelassen hat, quasi mit Dodo und so, und die dann geragequittet sind. Wegen ihm. Mayomt killt mich. Killst du den Pano? Wieso kill den Pano nicht, Digga? Achso, der ist gerade auf FB? Ja, sorry. Ja. No. Der ist, ich hab extra wegen Crew geguckt, aber in deiner Dings ist er ja nicht. Naja, du bist aber nicht in der Crew, deswegen. FB ist auch böse. FB? Der FB ist auch böse. Der ist böse? Ne, zu mir ist er nicht böse. Nee. Der jetzt. FB killt die Zombie. Ach so. Wir haben das schon geklärt. Also. Ah, sie hat schon geschrieben, wahrscheinlich. Das ist halt echt schwierig, ne, wen was ausmachen, ja, wer hier nicht. Hier ist ein Kevin, hier ist ein Kevin. Da war ein Kevin. Kevin! Den Kevin könnt ihr holen. So. Wir haben Kevin getötet. Ja. Also Leute, das ist halt echt immer das Schwierige. Entweder wir müssen das wirklich so machen, dass ihr alle in die Crew kommt und alle in der Crew seid quasi, und wenn ihr im Stream mitspielt, dass ihr das Crew, dass ihr die Crew auf aktiv habt. Das wäre natürlich hilfreich. Ich weiß, ihr habt teilweise eure eigenen Crews hier, aber wenn ihr quasi mitzockt im Stream, dann wäre es echt super, wenn ihr in der Crew oder diese Crew zumindest für den Stream aktiv macht. Damit wir euch auch immer unterscheiden können. Weil so killt immer jeder jeden. Und das ist halt echt scheiße. So, jetzt haben wir hier vorne ein Kopfgeld. Das ist Barlo. Barlo? Oh, tatsächlich. Barlo. Aber der macht nichts. Oder? Egal, ich hab ihn schon zweimal geholt. Oh Gott, Alter. Er steht da rum. Oh Gott, er steht da rum und ich habe ihn zweimal nicht getroffen. Warte mal, ich Wo ist... Warte mal. Achso, ich habe mich schon gewundert, ne? Eigentlich ist die Explore Range ziemlich krass, ja. Da ist ein pinker B11 in der Luft, Shadow Hunter. Oder was ist ein B11? Ne, da sind zwei drin. Das ist kein B11. Wieso killt nicht jeder? Wie ist nochmal dein Gamertag, Mutlu? Ich guck nochmal eben. Ich glaube FB oder so. Weil ihn jeder schon gekillt hat. FB, achso, ja, weil wer hat denn gesagt, der ist böse? Was hat er denn gemacht? Der hat mich ein paar Mal gekillt. Ach so. Ich hab gesagt, der hat den Zombie gekillt. Du hast Zombie Unicorn gekillt. Ja, hat er. Kann das sein, dass die Hälfte der Lobby wieder aus uns besteht? Und deswegen hier jeder ihn killt? Ravix, wie hast du die Punktezahl eingestellt? Welche Punktezahl? Meinst du wahrscheinlich mit den Ravix Coins oder sowas, oder? Ach, Karp hat sich Dings geholt. Meinst du, wie viele Ravix Coins man immer bekommt, oder was? FB, ja, stimmt. Ja, weil du Zombie gekillt hast, ja, das wahrscheinlich. Ja, dann hättest du aber hören müssen, dass ich mich entschuldigt habe, dass das nicht so gemein war. Ja. Bevor du mich dreimal gekillt hast. Boom. So, Barlo. Okay. Ich wollte jetzt die ganze Zeit schon... Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit vergessen, dass ich zu diesem 2er-KD-Typen hinfliegen wollte. Nein! Der Akula hier, das ist der Paul. Okay, der hat dich weggemacht. Kann ich ihn holen? Na, was der, das machen? Der Shinji gehört auch zu uns. Boah, das ist ein PvP-Stream, ne? Da gibt's jetzt jeder, gibt's auf jeden oder was? Ja. Warte mal, ich müsste doch in der Markierung sein. Blinkt der noch? Nein, wer ist das hier? Das ist. Ey. Sehe ich nicht wegen dem Stream da oben gerade. On air. Wie heißt deine Crew? Oh Gott. Dieser 90. Meine Crew heißt iRabbixFam. Wir sind eine Familie. Eigentlich wollte ich nur Rabbits machen, aber es gab's schon. Klar, gab's sowas schon. Weil wir sind eigentlich die Rabbits. iRabbix Army wurde jetzt schon von vielen Zuschauern vorgeschlagen, aber das hat irgendwie jeder. Fam hat, ist jetzt auch nicht so super originell. Vielleicht habt ihr ja einen Crewnamen für uns. Irgendwas, was mit Rabbits zu tun hat und so. Vielleicht fällt euch ja was ein. Weil es ist ja quasi auch eine Community-Crew, das heißt, ihr könnt natürlich auch den Namen aussuchen. Wenn mir der Name gefällt, dann wird der gewählt, das ist gar kein Problem. Wo steht denn der genau? Ich verlange Abstimmung. Da steht ja in der Hütte, ich hole den gerade mal weg für dich, damit er wieder auf der Straße ist. Hm.
Schade, ich wollte ihn in der Luft kriegen. Dieser. Hä? Warum? Ich wollte schon. Der will gar nichts machen. United Rabbits. Das habe ich schon mal gelesen. United Rabbits. Die Rabbit-Schlachter. Warte mal. Aber dann killen aber wir uns ja selber. Ja, ich wollte gerade sagen, es hört sich an, als würden wir. Alter, Rabbits. United Rabbits finde ich gar nicht so scheiße. Wo ist denn mein Stift? Ey, Mann! Stift, komm! Ich gegessen. Was ist mit dem Tizi? Das glaube ich dir sogar. Tizi 77? Nee, gehört nicht zu uns. Ich muss mal eben Stift holen. Ey, da ist ein Kopfgeld hinter mir. Das ist King Casio. Du bist kein Tryharder, sagst du? Mit einer 3er KD? Schlecht. Ja, ich nicht. Ah, hier habe ich einen Stift. Sehr schön. Oh. Jetzt brauche ich noch einen Zettel. Oh Gott, muss ich jetzt wieder aufstehen für einen Zettel? Nee. Oh, boah, die weit weg, ey. United Rebels. Oh, gucken wir mal. Das hört sich an wie so ein also richtiger Verein. Entschuldigung? Das hört sich echt an wie so ein richtiger Verein. So. Ich hole mir mal die Fracht da vorne. Obwohl, nee, da musst du dann mit dem Auto fahren. Die Jahreszahl, wann es gegründet worden ist. Hast du ein Mikro oder ein Headset? Beides quasi. Also ich habe ein HyperX Cloud auf dem Kopf und vor mir habe ich ein Blue Yeti Standmikrofon. Nee, Lenkraketen sind blau. Oh Gott. Das ist FB? Ich bin tryharder, aber KD ist schlecht. FB? Och, KD sagt gar nichts aus. Wenn du musst dir das so vorstellen, wenn das dein erster Account ist, dein allererster Account, dann ist die KD. Oh, ich flieg irgendwo rein. Ich flieg. Ja. Dann ist deine KD. Mal, ah, ich flieg irgendwo rein. Hast du gehört? Was? Dann ist deine KD. Ah, ich flieg irgendwo rein. Ah, eins in. Was? Also langsam ist es lächerlich mit dem Typen hier. Mit wem? Mit diesem Tizi. Ja, jetzt so. Gute Nacht, Rabbix Army. Hause rein, Husky. Digga, diese Auto. Wie gehört der Shadowhunter zu uns? Was? Shadowhunter, nee. Ich den einfach nicht treffe. Gang Rabbits Bang. Man kann sich gegenseitig empfehlen, um Bad Spots zu verhindern. Bringt das was? Ja, das bringt was. Dann kannst du Bad Spots verhindern. Dann steht, da steht ein zwielichtiger Spieler kurz bevor ihr in Bad Spot reinkommt. Und wenn ihr euch gegenseitig empfehlt, dann steht da wieder sauberer Spieler. Deswegen habe ich gesagt, wir empfehlen den alle mal. Der Gamer, moin, hast du mal Rainbow Six gespielt? Ganz kurz bin ich rein bei einem Kollegen. Aber ist halt Ego-Shooter. Und ich bin noch nicht so der Ego-Shooter-Fan. Das stimmt nicht so ganz. Ich habe auch COD ein bisschen gezockt und so. Aber sich da jetzt nochmal so reinzufuchsen vor Red Dead Redemption hatte ich jetzt nicht vor. Das ist ein cooles Game, aber ich glaube, das wäre jetzt... Oh, fuck. Nichts für mich. Ich will den doch nicht killen. Der ist immer noch AFK. Ich habe den die ganze Zeit AFK gekillt. Wer ist denn das da vorne? Der Lila, ne? Kevin. Der macht eine Bewerbungsmission. Mit dem MG. Wow. Ich vermisse die Akte, Kevin. Oh. Oh, der ist ja gleich schon. Der ist ja gleich schon da an seinem Club. Ne? Was? Hab mir die teuerste Yacht gekauft. Lohnt sich die Yacht? Die teuerste Yacht? Nein, lohnt sich nicht. Yacht ist generell Verschwendung. Servus, bin auch mal wieder da. Schön, Mercedes. Freut mich, dass du am Start bist. Also die teuerste Yacht, das war Verschwendung. Auf jeden Fall. Weil auf der Yacht, also ich bin nie auf der Yacht. Die Yacht brauchst du auch für gar nichts. Ich wüsste nicht mal einen Punkt, in dem die Yacht gut ist. Außer wenn du dich vor einem Jet verstecken willst und machst... Paul, hol dir mal den Akkad. Den hast du da jetzt. Was die Yacht ist kacke. Ich bin gerade beschäftigt. The Gunner kennst du mich? Aber letzte Nachricht von Supreme. Supreme, vorletzte. Oh Gott. Digga, diese Autokorrektur. Sehfähigkeit, was will man mehr als Red Bull, ein Salami-Brot, ein Kinderpinguin und den besten Stream auf YouTube. Oh, ey, du gönnst dir ja richtig wieder Supreme. Ich wüsste einen Piratenabwehr. Magst du Tryhards? Ja, was heißt mögen? Ja, eigentlich nicht. So, ne? Das Ding ist halt, ich habe selber angefangen so zu spielen, weil die halt hier alle reingerieselt sind, ne? Mein Motto ist ja, entweder man regt sich drüber auf oder man passt sich an. So, und jetzt
bin ich es nicht selber, aber ich kann halt die ganze Theorie. Also ich weiß, wie man es macht. Genauso wie der Paul, der ist ja auch so. Also hier eigentlich jeder. Wir wissen alle, wie es funktioniert. Und normalerweise, das, was wir jetzt hier zum Beispiel machen, ist asozial hoch 20. Ja. Wir sind hier einfach in der Lobby und töten alles, was hier rumläuft und rumfährt. Ich habe da irgendwie halbwegs Gesellschaft im Hintergrund, falls du es siehst. Was? Nee, Fahne. Ja. Und ich bin auf dem Bodenfahrzeug. Na, ich bin am Arsch. Wo ist diese Kevin? Oh, ich hab ihn. Ja. So viel zum Thema, du bist im Arsch. Du hast gleich zwei Kills. Ja, weil ich dachte, er hätte mich gesehen. Hat aber nicht. Oh, jetzt muss ich wieder runterscrollen. Ja, jetzt sind die auf jeden Fall auf dem Boden. Welches Apartment hast du? Das hier. Schön zentral. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Also ist in diesem großen Video. Welches das Apartment empfehle ich hier? Schön zentral gelegen. Deswegen, das besitze ich. Da porte ich mich auch immer rein. Bin neu, spielst auf der PS4 oder PC? Auf der PS4 und willkommen im Stream, Crazy Yoshi. The Gunner, wie sieht's bei dir aus mit Triader? Aber Triads sind besser als Guess Thunderlord Fangirls. Ja, haben wir ja im letzten Video gesehen, was dabei rumkommt, ne? What the hell? Wenn die sich mit einem anlegen. Ja. Mädels, was macht denn ihr da? Nix. Ich wollte sterben. Oh! Scheiße, das Gebäude nicht gesehen. Wenigstens war der erste Kill nicht schlecht. So, eigentlich, wenn der Heli qualmt, muss man sich sofort einen neuen holen, aber ich bin gerade zu faul. Ich flieg lieber nochmal ran. Qualmen geht noch, bis zum ersten Ausfall. Wenn du den ersten Ausfall hattest, dann würde ich... Ja. Hast du davon, Akkad? Ja, Anastasia, ich sage immer Mädels zu meinen Jungs. Ich habe ihn nicht getroffen. Oh, der Baum. Ja, jetzt ist der erste Ausfall. Oh. Alter, ist der für mich Geist? Ja. Der ist nicht für mich Geist, aber ich brauche auf jeden Fall einen neuen Buzzard. Können wir mal zusammen zocken? Ihr könnt hier immer alle nachjoinen, das ist gar kein Problem. So, jetzt brauche ich erstmal meinen Buzzard. Meinen anderen. Das hatte ich auch gestern auch schon öfters gesagt zu uns Mädels. Der Thunderlord, dieser 21-Jährige namens Andreas, der ist 21 nur. Ich dachte, er ist älter. Namens Andreas. Heißt der Andreas? Als ob. Ja, sagt er. Wer ist dieser Thunderlord-Pussy? Also ich mag ja Thunderlord. Er hat mir Heli-Fliegen beigebracht. Also ich kann ihn auch nicht komplett schlecht reden. Im Heli ist er auf jeden Fall ziemlich gut. Nur seine Community ist halt so ein bisschen, ja. Die sollten eigentlich Heli fliegen können, sagen wir so. Die sollten eigentlich Heli fliegen können, können sie aber nicht. Das ist das. Ja, Andreas. Okay. Also zumindest nicht die vier in dem letzten Video. What the fuck, der Noob killt mich. Welcher Noob hat dich gekillt? Wer hat den Arcade gekillt? Oh, ich weiß nicht. Ich. Du hast den Arcade gekillt? Ja, weil ihn vorher umgebracht hat, lass dir das Bein aus. Oh, Mann. So. Und schon wieder... MK2 Oppressor. Okay, ich hab nichts gemacht. Aber wieso steige ich auf der anderen Seite aus? Komm her. Okay, du hast angefangen. Das war nur die Retourkutsche. Und dann holst du rum. Komm. Du hast mich jetzt umgebracht. Oh, sehr schön, Mercedes. Dankeschön. Sehr korrekt von dir, Mercedes. Hol dir den anderen noch. Ja, Andreas. Ach, krass. Wie ich diesen Sound liebe, wenn man Red Bull aufmacht. Beste. Dass du die ganze Zeit. Du trinkst viel Red Bull, kann das sein? Trink nicht zu viel Energy, du kannst davon auch blind werden. Du kannst davon blind werden? Das wusste ich auch nicht. Das Risiko ich ein. Dann wäre ich schon längst blind. Du wirst aber nur blind davon, wenn du mehr als 6 Liter am Tag trinkst. Das ist ja jetzt Zerberstung hier, Jungs. Zwei Savages auf zwei Gelbe. Die Armen, Alter. Ich gehe mal zu einem anderen, lass euch hier mal weitermachen. Also bin ich schon bei 3 Litern, ja gut. Gefällt dir mal. Vielleicht kriege ich den hier mit dem MG. Aber Webex, ich werde euch jetzt verlassen. Echt? Musst du gehen oder was? Ja. Ja, heute noch Runde planschen. Planschen? Planschen. Wie planschen? Ja, in der Badewanne planschen. Ach so. Ich mach U-Boot und so ein Quatsch. Mit Quietschentchen. Ja, natürlich.
Morgen verrecke ich wahrscheinlich. Wieso das? Ach so, ja, wegen Red Bull. Du bist jetzt so richtig aufgedreht und dann morgen ist dein Körper so komplett im Arsch. Was? Hä, ich ist das du, Excel? Dass man fett wird und nicht blind. Wer soll Excel sein? Ja, Anastasia. Hast du was Neues gelernt? Welches also Boden? Ja. Auto rennen und nicht zu viel. Jo, hau so rein, Marc. Ciao, ciao. Viel Spaß beim Planschen. Sowieso. Welches Bodenfahrzeug lohnt sich am meisten ohne MOC und so weiter? Nightshark. Der Nightshark ist der. Ja. Findest du nicht? Wen darf man alles killen? Wie ist denn das so? Warum ist denn das so lächerlich? Naja. Also, ich finde schon Nightshark. Das ist übel geil, das Ding. Super schnell. Oh, verdammt, Mercedes wurde gekillt von ihm. Ist mal ganz ehrlich, wenn du. Ich war so hoch, dass er mich da überhaupt noch anvisieren kann mit deinem Auto eben. Ah, stimmt, bei mir auch gerade. Ich sehe es. Alter, ich bin richtig hoch und. Na. Ja, der hat noch gesessen. Ich muss auch Snacks nachkaufen, ganz, ganz dringend. Wo ist denn der andere jetzt? Ach, ich liebe diese Render-Distanz. Inventar, Snacks. Ich habe noch E-Cola. Ich habe aber keine Panzerung mehr. Kinford, willkommen im Stream, Kinford. Was geht? Schön, dass du am Start bist. Hab gegen ihn 1-1 gemacht. Er in Passiv, seine Kanakenfreunde holen mich mit Orbi. Dann kam Andreas mit Jet, hab ihn ungelenkt in RPG. Du hast gegen Gerd Thunderlord gefightet. Ja, nice, Mann. Hast du zufällig ein paar Aufnahmen? Oh. Er ist im Heli. Ja, die Gelben fangen an. Sehr schön. Ich bin zwar am Qualm, aber da möchte ich jetzt hin. Ne, den hole ich mir jetzt selber. Oh, die hat fast gesessen. Hä, ich bin übel drauf. Ich muss näher ran. Oh nein, ich habe einen Ausfall. Oh, er ist über mir. Ich will den nicht mit gelenkten Raketen holen. Oh. Also, falls ich dich treffen sollte, schon mal Entschuldigung fragen. Ha. Das wollte ich. Kennt ihr Sion? Ich bin der Hundefreund von ihm. Der Hundefreund? Das ist wahrscheinlich wieder Autokorrektur. Aber ja, den kenne ich. Der war schon ein paar Mal hier. Der war schon ein paar Mal da, am Start. Korrekt, dann kommst du von ihm. Schöne Grüße an ihn auf jeden Fall. Ja, hat er sich jetzt um... Ah ne, Mercedes hat ihn geholt. Verdammt. Ja, ich brauche einen neuen Heli. Alter, der Ausfall ist real. APC MTW ist auch ganz gut, aber nur zu zweit meiner Meinung, geht aber auch alleine. Ja, also meintest du bestes Bodenfahrzeug zum Abfahren quasi? Yay, yeah, ich habe ihn überfahren. Da finde ich nämlich zum Beispiel alle Raketenfahrzeuge richtig cool. Alle Autos, die Raketen schießen können und am besten den Scramjet, der macht ordentlich Bock, aber hat leider nicht so viel Panzerung. Ich würde den, Insurgent ist auch geil. Aber da finde ich den Nightshark besser als den Insurgent, muss ich sagen. Warum das? Weil der Nightshark noch schießen kann. Und der Insurgent kann nichts. Billo-MGs? Ja, aber was hat der Insurgent? Gar nichts. Und aus dem Insurgent kannst du einen rausballern. Ach, du meinst diesen voll aufgepinnten mit MG obendrauf. Da brauchst du aber auch zwei Leute für. Geht ja jetzt um Solo. Na, Solo-MTV. Ja, aber dann ohne... Ohne Raketen oben drauf, ne? Nee. Ey, einfach nur nein. Dein Freund nervt. Welcher? Ach so, du meinst den... Ne, der ist doch weg. Oder wer killt gerade den Zone noch? Na, warum, Kate? Warum killt ihr? Warum ich ihn umgebracht hab. Jetzt killst du den King Casio? Na, ich hab den vorhin umgebracht. Weißt du warum? Ich habe genau gewartet, bis er mich abschießt zuerst. Er hat zuerst abgedrückt. Oha. Ich habe ehrlich gesagt den Kanal noch nicht gesehen von CZO. Ich weiß gar nicht, was er macht. Was er für Videos macht, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Strike Force oder? Ich mach mal Akula. Ich habe gerade eben davon gesprochen, wenn man die kann, dann kann man jeden. Jetzt kann ich mal Akula fliegen. Oh. Rabbit Spot, ich bin nicht neu hier, bitte. Ne?
Ja, weil du in Caps, hast du in Caps geschrieben? Ja, okay, danke für deine Info. Das hast du in Caps geschrieben. Was? Ja, halt mal mehr abfacken, aber auch allgemein nur mit Luftabwehr beim MTW. Ja, das stimmt. Also MTW ist mit Luftabwehr eigentlich ziemlich geil. Gut, man kann ja dann quasi auf den zweiten Sitz rüber switchen und damit dann auch auf dem Boden ausrasten. Du hast angefangen mit deiner Akula, du Kurde. Ach so, du hast den mit der Akula angegriffen. Meinte der. Alter, was macht denn der Arcade jetzt hier? Abo auf deinen Nacken. Korrekt, Mann. Willkommen bei den Rabbits, mein Freund. Der Chaos schluckt bis Tipp. Ja. Ja gut, wenn du willst, dann ich meine, es ist ja ein PvP-Stream. Wenn du nichts dagegen hast und du hast Spaß dran, mit ihm zu fighten, dann kannst du dann mit ihm fighten. Also, das ist ja das Ding. Das lasse ich eh hier dann jedem offen. Wenn ihr euch untereinander quasi benutzen wollt, um fighten zu üben, habe ich da auch kein Problem mit. Weil wir sind sowieso sau viele hier in der Lobby. Da könnt ihr das auch so machen. Wo ist denn der jetzt? Alter, lass es doch einfach. Alter. Der geht mir gerade richtig auf den Sack. Der Arcade? Er steigt aus, Alter, und probierst's. Also fightest du jetzt gegen Arcade und Casio quasi? Ich will nicht gegen ihn fighten. Er probiert es ja. Oh, das ist. Der nimmt mich hoch, steigt aus und dann zückt er wieder die Waffe und drückt ab. Ich werde von dem einen. Lohnt sich Juggernaut? Was, Alter, kann er mich da rausholen? Lohnt sich Juggernaut? Benutze ich persönlich nie. Fall. Aber, ja. Kommt immer drauf an. Ich glaube das schon, dass es ziemlich stark ist mit BST. Ja, kommt drauf an, welche Situation. Oh ja, das ist viel wackeliger als im Buzzard. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Alles klar. Juggernaut ist unterwegs. Oh, Bang Gang hat ihn. Oh, der will mich echt da rausholen. keine Eigenwerbung, aber ich mache dieselben Videos, wie sie sind. Ja, ist ja kein Problem. Ich guck gleich auch mal drauf. Kanäle, die mir gefallen, die empfehle ich auch. Nicht, dass ich das schon viel bringen würde. Supreme fragt nach deiner Nummer. Ey, meine Nummer kriegst du nicht. Die kriegt keiner. hier aufpassen, Pano, ne? Der Zaynel gehört auch zu uns, Pano. Also so ein bisschen so die Namen langsam mal merken. Oder hier, wie ich schon gesagt habe, alle in die Crew rein, damit ihr euch hier nicht gegenseitig killt. Weil langsam muss das mal aufhören, Jungs. Dass wir uns hier gegenseitig killen. Der Link für die Crew, der steht übrigens auch unten im Stream in der Beschreibung. Da könnt ihr quasi alle reinjoinen. Und dann nehme ich die Crew-Anfragen an. Ich muss. Oh nein. Du bekommst auch einen Schokoriegel. Boah, das war ja richtig knapp. Aber der will nichts von mir. Das ist gut. Kann ich mich nochmal verbissen. Wer aimt mich denn gerade an? Das ist aber. Der rote über mir? Nee, doch nicht. Wer ist denn das? Das ist doch nicht der Thruster da. Ah. Das muss der Thruster sein eigentlich, oder? Doch, ne? Das ist der Thruster. Okay. Remix Nummer ist 911. Habt ihr FA geschickt? Alles klar, nehme ich jetzt an. Ich bin sowieso gerade am Abstürzen. Ich mach's mal anders. Nein. Schnell rüber, vielleicht schaffe ich's noch zu dem Spot. Streamst du immer sonntags oder täglich? Bei mir ist es so, ich Der Kate und der Kevin sind jetzt zusammen, oder was jetzt? Was? So. Ich weiß nicht, Kevin, ob der. Wer hat mich im Juggernaut? Kann mir kurz mal helfen? Wo bist Juggernaut? Du denn? Der überfährt mich hier die ganze Zeit, Alter. Ich bin hier leicht verwirrt. Hast du davon, du Zigeuner, Alter? So, Motorradclub. Sea President einlagern. Fahrzeuge. Ah, jetzt muss ich 16 Sekunden warten, ist kein Ding. Jetzt muss ich eh erstmal hier alles annehmen. Elotex, das bist du wahrscheinlich, Crazy Yoshi. Ich hab dich angenommen. So, dann gucken wir mal, ob noch was. Helikopter, oh jeez. Jade Louise, wer ist das denn? Hab ich die gerade gekillt? Ich weiß es gar nicht.
So, Markus Dietrich. Was? So. Ich habe so einen Null-Überblick. Also, okay, langsam wird's echt. Komm mal rein, ich bestelle mir jetzt einen Hunter und dann pushen wir deine KD. Zombie. Willst du nicht? Nein. Ich bin noch scheiße. Hä? Nein, du bist ja nur im Geschütz. Es ist ja so, als würde ich alleine fliegen, nur dass du nochmal zusätzlich was machst, weißt du? Jimboy 2001. VIPs. Wir sind keine VIPs? Nein. Das habe ich nicht unterschrieben. Wir sind Dreck, sind wir. Oh. Aber wahrscheinlich möchte der Casio rein wegen dem Paul. Rabbix, wann bist du morgen on? Will dir meinen Nightshark sagen. Morgen bin ich nicht on. Ich habe Dienstag und Mittwoch habe ich wieder frei. Morgen muss ich leider arbeiten. Was heißt arbeiten? Ich habe morgen Weinprobe. Ich werde so besoffen sein. Ich hole dich mal ab jetzt. Alize, diese Sicherheitsupdates, Upgrades bringen nichts. Die brauchst du gar nicht erst anfangen. Wo bist du denn überhaupt? Da. Bei der PD. Du bist orange. Okay. Was? Ja. Ich dachte schon. So, die Lobby ist natürlich wieder voll mit uns. Dann wechseln wir gleich nochmal, machen gleich nochmal einen Lobbywechsel. Na. Achso, komm schon. Genau. Das hat FW wirklich gemeint, ich der darf rein. Nee, danke. Jetzt kannst du schon mal üben. Jetzt schnappen wir uns den Grünen da vorne zum ersten Üben für gleich. Wenn wir gleich die Lobby wechseln. Wo bin ich denn? Da ist der unten. Okay. Ich fliege immer über den und du musst die dann holen mit dem Geschütz. Oh! Hä? Wie kann der denn so straight hochschießen? Der ist gar nicht schlecht, der Kevin. Hier bin ich. Kriegst du ihn? Ja, das war schon knapp. Du kannst auch öfter schießen als einmal. Jetzt. Nice. Kevin ist sogar ein gutes Ziel, der ist gar nicht so schlecht. Hi Bro Bracer, was geht, Casey? Schön, dass du da bist, Mann. Bist du Freitag da? Hab frei. Freitag muss ich auch arbeiten. Ich muss das ganze Wochenende durcharbeiten. Ich hab schon wieder so eine Weinprobe. Nee, die hab ich nur morgen. Ich bin auch froh, dass ich überhaupt sowas hab. Ah, du hast es schon raus. Ich muss halt immer nur drehen. Boah, ist das fies. Ah, du hast es doch schon raus. Ja. Wollen wir gar nichts üben. Dann können wir gleich Lobby wechseln. Nein, ich möchte kein 1 gegen 1. Dankeschön, Kevin. Und los geht's. Also, dann kannst du jetzt ein bisschen Hunter fliegen. Ha. Hat dein Hunter die Standardfarbe? Nee, ich glaube nicht. Ich wollte ihn nochmal ändern. Neue Lobby, neues Glück, oder was? Und ich fliege erst einen Hunter. Yay! Kevin ist schlecht. Der hat bei mir nicht eine Rakete getroffen. Ja, dann bin ich auch schlecht, weil bei mir hat er eine getroffen. Dann bin ich auch schlecht. Nein, Scherz. Der soll's mal lassen, Mann. Greifst du immer noch den Zone an? Paul? Er hat's verdient, sagen wir so. Zone greift auch immer noch andere Leute an. Geh das schlafen. Halt wünsche euch noch einen schönen Tag. Jo, haust du rein, Markus. Gute Nacht wünsche ich dir. Ja. Schönen Tag noch. Good night. So, wenn wir jetzt in die neue Lobby kommen, joint mal alle der Crew, Leute. Dann können wir uns auch unterscheiden, dann gibt's auch sowas nicht, dass ihr euch hier untereinander killt. Auch Noobs wie Kevin dürfen mal treffen. Bei mir raucht der Hunter nach den ersten Raketen, deiner nicht. Oh mein Gott, was ist sein Problem? Das Ding ist halt... unterschiedlich. Paul, du bist ja gerade richtig am Sweaten, oder? Killst du den immer noch? Ich sag nur so... Ich will's nicht, aber er kommt ja immer wieder an und meint mich anschießen zu müssen, also von daher. Auch Noobs wie Kevin dürfen mal treffen. Einer muss jetzt mal aufhören von euch. Dann geh einfach passiv oder so. Kann man dir schon sonst komm ich wieder rüber und verhau euch. Mit meinem Flipflop. Prinzipiell hat er eigentlich kein Problem, es ist nur so. Ja, das ist halt das Kämpferblut, ne? Adrenalin. Wenn er gekillt wird, dann
Dann killt er so oft, bis verlassen wird. Das ist zumindest das normale Prozedere. Aber ja, jetzt hier bei Unterabonnenten und Zuschauern sollte das nicht so sein. Habe Anfrage geschickt für die Crew, alles klar, weil ich in der Lobby bin, nehme ich sofort an. Aber es kann. Sie hat gefragt. Bei mir raucht der Hunter nach der ersten Rakete, deiner nicht. Wie? Es kommt immer darauf an, wo der Hunter getroffen wird. Das ist das Ding. Meistens, wenn er hinten getroffen wird, dann hinten eine Rotor oder so, dann raucht er relativ schnell. Meine Antwort kennst du. Ich gehe nicht ins Bett. Ja, dann packst du auch nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Ich habe einen Anvisier-Bug. Ich hör die Stinger nicht mehr. Okay. Ja, das ist ja dieser scheiß Bug, der ja schon ewig im Game ist. Ja, genau, Anastasia, wann gehst du ins Bett? Wieso habe ich jetzt so einen langen Ladescreen, ey? Habe ich auch. Wie, hast du auch? Bist du mir nachgejoint? Ja. Ich bin doch noch gar nicht... abwarten. Boah, bin doch gerade noch nicht mal in der Lobby. Ist das mein Problem? Grüezi, Servus, hier Beamstar. Etwa beim besten YouTube gab's Universum Loom. Ich hab nichts verstanden, Digga. Beim besten YouTube gab's. Ich hab einen Kevin in einem Parkhaus mit dem Savage geholt. Wo liest du das denn? Ach da, Pano. Geh aus der Ego raus, dann hörst du es wieder. Ja, stimmt, der Bug ist in der Ego. Ey, Mann, ich bin die ganze Zeit im Ladescreen. Ist so. Okay, nochmal auf Deutsch. Grüß dich, servus. Ich verstehe das Universum Loom nicht. Wenn, dann soll er mit Waffe kommen und nicht mit Heli. Ich sag mal so, wenn ihr nicht salty gegeneinander fightet, habe ich kein Problem damit, wenn ihr euch untereinander abfuckt. Aber dann soll am Ende keiner sauer sein. Da macht ihr ein faires 1 gegen 1 und fertig ist. Ja, Mann. Paulchen ist heute zu still, weil er gerade am Fighten ist. Ja. Was ist denn Universum Ach, lol. Das Alice, da du in den Wolken hängst, erzähl uns was über dein Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen? Tortellinis mit Schinkensahnesoße. Ich habe, glaube ich, die Befürchtung, dass ich... Oh Gott. Das ist das wieder so... Ja, das ist dieser Ladebug. Na, das Blöde ist, wenn ich jetzt die Anwendung schließe, ist der Stream aus. Mach doch 1 gegen 1 Dart oder Golf. Das ist eine geile Idee. Hat einer eine Idee, wie ich hier rauskomme, ohne die Anwendung zu schließen? Schließen zu müssen, wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Wenn du Wolken schaffst, ist vorbei. Was? Ich mach einfach nochmal direkt im Anschluss. Jo, Leute, da muss ich jetzt sagen, versuch mal YouTube zu öffnen. Ja, das Ding ist, wenn ich das anhalte, das war gar keine schlechte Idee. Also wenn der Stream jetzt aus ist, es kommt sofort danach, kommt noch einer, Leute. Direkt im Anschluss. Ich starte direkt den nächsten, wenn das jetzt hier nicht funktioniert. Ja. Ah, weil ich meine Elgato habe, kann ich auch, glaube ich, gar kein YouTube öffnen. Wird ausgesetzt. Wenn du die anwendest, möglicherweise. Also es kann sein, dass der Stream jetzt weg ist. Wird sofort neu gestartet. Bin ich noch on air? Mhm. Oh! Ist der Stream noch an? Das war königlich. Wenn das jetzt funktioniert hat, dann, wer hat es gesagt? Casio, vielen Dank dafür. Sehr nice, Mann. Da muss ich ihn doch nicht neu starten. Sehr nice. Oh.
Das sieht so aus, als würde ich jetzt in den Story-Modus kommen. Ja. Richtige Ehrengurke, Alter. Casio. Ja, ich bin aber immer noch im Ladescreen. Gucken wir mal. Das ist zwar jetzt ein anderer Ladescreen, aber... Der GTA-Veteran. Natürlich weiß es sowas. Ja, stimmt. Ja, ich bin jetzt im Story-Mode. Ja, bei mir ist auch die gelbe Ladeschnecke. Okay. Ich bin aber noch nicht im Story-Mode. Haha. Ich bin immer noch in den Wolken. So, jetzt habe ich Ohrwurm. Was ist denn da los jetzt, Mann? Ich hab dich da oben eingeschlossen. Alter. Das geht nicht klar. Doch. Das hat jetzt, halt doch mal dein Maul jetzt. Ja gut, dann bin ich jetzt still. Also ständig meine Aussagen werden die ganze Zeit kommentiert. Das bin ich absolut nicht gewohnt. Ey. Alles, was ich sage, wird kommentiert. Lukas, Sujuk Army, was geht? Die Sujuk Army ist am Start. Wird jetzt geradet von Sujuk. Du alter Klaus, du, ey. Ich muss die Anwendung schließen. Ich muss, glaube ich, auch was machen. Ich versuch's nochmal. Da müsste jetzt nochmal was kommen. Das Ding ist halt, ich konnte es auch nicht direkt öffnen. Hallo, YouTube. Kommentiert und gegen dich verwendet. Ja, so sieht's aus, ey. Verbindung zur Sitzung verloren. Ja, so muss es sein. Und jetzt möchte ich gerne in den Offline-Modus. So, du Mafa, du kleine Dampfnudel. Was geht bei dir, du alte Schimmelkartoffel? Nice, Florian Gaming. Danke für dein Abo. Willkommen bei den Rebels. Willkommen bei uns. Ich muss das mal länger machen. Ich finde das Lied so geil. Ich glaube, ich muss es länger ziehen. 7 oder 8 Sekunden. Boden Hansel, sein Vater. Ihr könnt nur mit Tryharder in der Gruppe mithalten. Danke, Casio. Es hat funktioniert. Aber ich bin wieder im Online-Modus, so wie es aussieht. Irgendwie. Warum auch immer. Egal. Hauptsache, es funktioniert wieder. Ich bin nur mit Tryharder in der Gruppe mithalten. Aber nur so 15 für Score für die Try. Das verstehe ich nicht. Da bin ich gerade zu dumm für. Ja, hier kannst du das. Verstehst du das? Ihr könnt nur mit Tryharder in der Gruppe mithalten, aber so nur 15 4-Score für dir, Tryharder. Simon Koppmann, willkommen bei uns, willkommen bei den Rebels. Oh, hier ist eine Toilette. Also, wenn ihr eure Abonnenten, beziehungsweise wenn ihr eure Abos auf öffentlich habt, dann kommt hier diese schöne Meldung. Beziehungsweise dieser schöne Sound, sonst kommt er nicht. Wenn ihr eure Abos auf privat habt, dann kommt der Sound nicht. Buzzard Kampfini, let's go! Also das muss man nochmal auf Deutsch reinschreiben, Bodenhansel. Lukas K., ich sehe jetzt dein Profilbild. Du bist, ich muss schon sagen, extrem sexy, Digga. Das Bild ist echt nice. Das ist schon richtig cool. Guck nach Mucke für Resub. Ich weiß es nicht, glaub nicht. Versuch's mal. Müsste eigentlich nicht. Führungsflucht hat einer gestartet. Versuch mal Resub, müsste, ich glaube nicht. Das bin nicht ich, ach wirklich? Ja, tatsächlich. Oh nee, das ist blöd. Oh, scheiße. Jetzt hat es angefangen. Ja. Aber Evo Strike ist neu, glaube ich. Willkommen bei den Rabbits, Mann. Fuck. Geht auch Resub. Hoffentlich nicht. Und dann I'm blue. Und zack. Hier sind ziemlich wenig drin. Oh fuck, Alter. Jetzt muss ich auch. Lungs, hört auf. Scheiße. Das Problem ist, ich bin halt noch so ein absoluter Anfänger und weiß noch nicht, wie ich das alles. Ich bin froh, dass die Meldung überhaupt funktioniert. Ja.
Oleg Baranov, willkommen zu Jugami, Digga. Raidest du mich gerade? Geht, ich muss auch mal raiden, ne? Ich muss dich auch mal raiden, Digga. Simon Koppmann, Abend. Was geht, Simon Koppmann? Willkommen im Stream. Von Energy kriegt man einen kleinen Schniedel, musst du auch. Musst du dich ja nicht wundern, Rebel. Ich trinke doch gar kein Energy. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Was lachst du so? Ich lach doch gar nicht. Über den Satz jetzt, oder was? Mit Energy? Alter. Nein, ich muss immer noch wegen der Resub-Dings. Achso. Ja, das kommt doch jetzt gerade gar nicht mehr. Aber ist doch geil, der Sound, oder nicht? Ich will jetzt eigentlich wieder die Lobby wechseln, weil hier nichts los ist. Du Nudel, das sind meine Leute. Du Nudel, ich muss nicht mal raiden, Alter. Du machst immer noch Fortnite, oder, Sojuk? Ich habe ja auch welche, die es Fortnite interessiert, aber ich selber zock's ja nicht mehr. Danke, dass du gezeigt hast, dass man die VIP-Herausforderung von Punkt zu einfach machen kann. Easy 30k mit Handhunter zusammen, danke. Ja, kein Ding, Mann. Aber es geht auch nur, wenn du zu zweit bist, ne? Wer ist denn jetzt hier am Start? Ich guck mal nach KDs. Guck mal rein hier. Show me your KDs. Oh, ich habe meine KD gesteigert tatsächlich. Ja, klar. War ja auch nicht viel. Dick da. 2,84. Sehr schön, da gehen wir gleich hin. 2,68 Karma. Und da, das ist Bang Gang. Das ist Casio. Casio, geiles Outfit, Mann. Cool, dann nehmen wir uns mal den Karma und den, wer war der andere? Hier, DJ Krill oder so. Erstmal markieren hier. Gucken wir mal. Markieren. Ah ja. Da sagen wir jetzt mal hallo. Karma hat schon den FB gekillt. Alter. No way. Wo sind die beiden auch? Jawohl, die sind beide in einem CEO. So muss das sein. Jungs und Mädels, wir haben neue Opfers. Ich finde Fortnite unnötig. Ich habe ja auch nicht viele Zuschauer, die Fortnite noch zocken. Evo Strike, was findest du ist beste Investition, um Geld zu machen und die beste Investition der Fahrzeuge? Beste Investition der Fahrzeuge eigentlich, weil Laser absolut King ist in dem Spiel und es sich schon lohnt, einen Laser zu kaufen, wenn man den instant spawnen kann, würde ich sagen Laser. Aber der ist halt scheiße teuer. Jetfliegen ist generell in GTA immer noch King. Deswegen würde ich auf jeden Fall Jet empfehlen, sprich Laser oder Hydra. So, wer das dicke Geld hat und es sich leisten kann, auf jeden Fall die Laser. Wer es nicht hat, auf jeden Fall die Hydra. So, das ist an Flugzeugen. An Fahrzeugen. Mit Fahrzeugen fuck ich eigentlich wenig ab auf dem Boden. Fällt mir jetzt nicht so viel ein. Klar, Panzer und so, aber es ist langweilig. Am besten zum Rumfahren auf jeden Fall der Night Shark. Hält extrem viel aus. Man kann die Leute da nicht rausballern. Also ich versuch's immer wieder, ich krieg's nicht hin. Super geiles Ding auf dem Boden, der Night Shark. Was haben wir noch? So von den Autos her, so was Rennen oder so betrifft. Bestes Fahrzeug T20. Liebe ich die Karre. Für jedes Race ist T20 bestes Auto. Bin live, also du hast die Chance, also bin da mal weg, meine Maus. Ah, okay, alles klar. Wie raide ich denn jetzt? Ich habe noch nie jemanden geradet. Geht denn das? Dann sage ich einfach, geht bei... Dann schicke ich einen Link in den Chat, ne? Boah, das machen wir jetzt gleich mal. Und dann gehen wir raiden, oder? Ich hole mir einen Warthog. Ja, das ist auch geil. Oh, Nils, Junge. Bist du auch am Start? Ich schwöre, ich bin Ehrenmann, du bist aber eh die größte Ehrenvorunkel. Guten Abend, mein Herr. Guten Abend, Nils. Warte mal, was war denn das noch? Oh, scheiße. Jetzt gucke ich gerade nicht auf den Chat. Oh, Karma auch noch, ausgerechnet der. Jetzt gucke ich gerade mal nicht auf den Bildschirm. Hydra ist scheiße. Hydra ist, ja... Also ich selber flieg's ja auch nicht. Aber wer halt die Kohle nicht hat für einen Laser, dann ist die Hydra schon nicht schlecht. Apropos Laser, ist doch jetzt gar nicht, ups, mal so schlecht, oder? Was haben wir denn hier? Da, zack. Wo ist denn hier? Ah ja, ich brauche ein Auto. Komm mal ran, hier, schön mit der Familienkutsche jetzt einen Laser holen. Alter, ey, die werden auch immer dreister, die NPCs, ne? Als hätte Rockstar irgendwas reingepatcht, dass sie
lediglich Spieler umfahren sollen. Ne? Unglaublich. Ich kratze mit Laser nicht mehr ab, aber ich treffe nichts, weil die Gegner... Alter! FB, Junge! Die gehören alle zu uns hier, die gehören alle zu uns. Guck in den Stream, guck auf die Minimap. Schieß nicht auf mich. Du kannst dir hier die... Kann ich hier mal wegholen. Genau, du kannst den DJ Cyril und den Karma, um die kannst du dich mal kümmern. Die haben High KD, die sind bestimmt gut am Start. High KD, Alter, fährt Deluxe. Was ist die beste Investition, um Kohle zu machen? CEO-Büro und Fahrzeuglagerhaus. Wenn du legit Kohle machen willst. Und wenn du einen guten Kumpel hast, also wenn du relativ gut in dem Spiel bist, sag ich mal, und gut mit Heist umgehen kannst, dann die Basis auf jeden Fall. Weil du kannst ja die ganzen Heist mit zwei Leuten machen. Und wenn du wirklich einen Kollegen hast, mit dem du eingespielt bist, dann kannst du die Heist komplett durchballern. Da machst du auch ordentlich Kohle mit. Also um es quasi nochmal zusammenzufassen, so wenn du solo rumläufst und da nichts zu tun hat, jetzt keinen Kollegen oder so am Start hast, auf jeden Fall Fahrzeuglagerhaus Zombie und Büro und ansonsten halt die Basis. Die Basis auch deswegen, weil du dich da rein teleportieren kannst. Habe ich ein Teleportationsvideo zu gemacht. Würde ich dir mal vorschlagen, dass du dir das anschaust. Das ist nämlich echt super. Dieser Teleportationstrick rettet mir immer den Arsch. Albert Wesker, willkommen im Stream. Was geht, Mann? Kommt irgendwann mal wieder Fortnite? Nee, Fortnite gibt's bei mir nicht. Kann ich aber direkt mal Werbung machen für den Sujuk, weil der macht noch Fortnite. Wo ist denn jetzt der Deluxe? Der ist nicht mehr am Start. Dekrill habe ich doch markiert. Wo sind die denn? Doch, der ist beim Boxwill. Beim Boxwill. Beim Panzerwagen. Ah, okay. Ich habe nämlich die ganze Zeit Schiss in euch rein zu fliegen. Ist der da im... Steht er direkt drin. Lad mich in Party ein. In Party kommen immer nur... Ich habe meine Stammleute in der Party. Das sind halt Paul, Zombie, Mark. Und das war's. Wo ist denn der? Ach, der ist unten. Der ist in dieser Höhle. In diesem Loch unter der Brücke. Oder der ist unter der Brücke. Ich muss gleich mal schauen. Deluxo Noob, ich hasse sie. Ja, Mann, ich auch. Deluxo, genauso wie Oppressor MK2. Alles Kacke. Ich glaube, ja, dann ist er im Tunnel. Ah, tschüss, ich wollte ihn jetzt raus. Ja. Okay. Der ist unter der Map, aber nicht mit dem Boxwill, oder? Ist das ein Glitch? Nein, der ist nicht unter der Map. Wie findest du das Noob Bike? Scheiße, finde ich das. Das Noob Bike ist scheiße. Das heißt ja Noob Bike. Ja. Gerade fertig mit GTA spielen, wollte ein bisschen YouTube schauen und bin zufällig auf dich gestoßen. Echt nice, deine Videos. Danke, Mann, das freut mich. Was feierst du denn mehr? Feierst du mehr so diese PvP-Videos, wo ich bis jetzt gerade mal eins hab? Oder die Geld-Videos? Weil PvP-Videos will ich auf jeden Fall noch mehr machen jetzt. Der ist ja komplett part unter der Map. Ist der echt unter der Map? Der ist eine Kanalisation. Ach, krass. Welcher Hangar ist am besten? Ich benutze hinten den an der Militärbase. Aber zur Erreichbarkeit, sag ich mal, würde ich eigentlich schon dem am Flughafen empfehlen. Aber ich benutze nie einen Hangar. Ich spawn mir meine Flugzeuge immer direkt. Deswegen. Und an der Militärbase, wenn man halt keinen Jet hat, kann man sich den klauen. Und da muss man halt keine 6 Millionen ausgeben. Deswegen würde ich quasi für die Leute, die kein Geld haben, würde ich echt empfehlen, sich quasi den Jet, den Hangar hinten an der Militärbase zu holen. Sind wir gerade mit 4 Jets in der Luft? Kann das sein, Leute? Alter, voll das Geschwader hier. Hallo? Okay, bitte hör auf, mich anzuschießen. Ja. Das muss ich mal eben aufnehmen, das sieht cool aus. Bitte was? Anscheinend war er doch nicht um. Okay, habe ich nicht gerade gesagt, bitte lass mich in Ruhe. Hm? Arcade, wieso killst du jetzt schon wieder Zombie? Wir haben gerade eben noch gesagt, dass jetzt hier Feierabend ist in der nächsten Sitzung. Ja, anscheinend doch. Also dann musst du dich nicht wundern, wenn der Paul gleich wieder auf dich losgeht, ne? Der Oppressor MK2 habe ich mir geholt, um schnell von A nach B. Also für PvE-Spiel, sprich für die Leute, die wirklich damit nur so rumfliegen und so,
ist das Ding schon geil, weil es halt echt schnell ist. Aber für PvP ist das scheiße. Wenn ihr nicht wisst, PvE ist halt quasi Player versus, was heißt nochmal E? Environment. Genau, Environment, also gegen NPCs. Oh, Jungs, ich sehe das schon, wir knallen gleich zusammen. Sind wir auch alle schwarz? Ja, ne? Sieht so aus. Wie findest du die B11? Ziemlich cool eigentlich. Die macht schon Laune zu fliegen. Da braucht man Skill für. Ich mag Sachen, wofür man Skill braucht. Genauso wie Akula und Havoc. Also Havoc ist dieser kleine Mini-Heli, mit dem kann man auch Kills machen. So, der ist draußen, alle mal auf diesen Boxwill drauf. Mit den Jets. Boah, das wird... Was, wo ist denn der bitte draußen? Ich sehe ihn nicht. Ach so, du siehst ihn nicht. Ich dachte, du fährst ihm hinterher. Ja, aber ich sehe ihn nicht. Ah, okay. Boah, ich hab Schiss, dass mir hier gleich einer reinfliegt, ja. Steht auch, zerstöre den gepanzerten Box. Will fucking Unicorn, bist du das? Ja. Nee, King Casio ist das. Ja, auf jeden Fall, ich bin am Boden. Oh, Karma ist... Was ist mit Karma? Ist der auch unter der Map? Der ist wahrscheinlich unter der Map. Ja. Ich verfolge ich den Boxwill. Die sind beide unter der Map. Wahrscheinlich haben die deswegen so eine hohe KD. Was geht, alte Dampfnudel? PWR, was geht, Mann? Alles fit bei dir? Schade, dass du kein Fortnite bringst. Ja, ich habe mal eine kurze Zeit lang Fortnite gemacht, aber irgendwie bockt mir das nicht mehr so. In Fortnite würde ich vielleicht wieder anfangen, wenn es so eine Art Ranking-System gibt. Sprich, wo dann quasi die Spieler in ein Game reinkommen, die wirklich 200 Siege plus haben und so weiter. Dass das so ein bisschen angepasst wird, weil Noobs haben ja wirklich gar keine Chance in dem Game, ja. Und da schließe ich mich ja quasi fast mit ein. Ich war jetzt nicht so kacke, aber ich bin auch kein super Pro. Und da hat man ja gar keine Chance, da irgendwas zu reißen. Ich glaube, ich hatte 68 Siege oder so. Und aber dann gegen einen, der schon 1000 Siege oder so hat, da gar keine Chance, Mann. Absolut nicht. Da wirst du einfach penetriert, ne? Was ist denn jetzt hier mit Karma und so? Die sind ja die ganze Zeit unter der Map. Ah, der ist schon wieder unter der Map. Ich dachte... Ah nein, der ist nicht unter der Map. Der ist draußen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht in euch reinfliege. Ich habe mehr Schiss vor den Abonnenten hier als vor dem. Dude, Bro, hab voll Bock auf GTA. Das freut mich, Mann. Ist er jetzt weg? Ist er ghostet oder was? Ne, der ist da unten. Schöner Nebel und so am Start. Ja, wenn wir ja. 100 Pro ist es halt so, dass ich gleich in einen von uns reinfliege. Ist halt meistens so. Ja, Dillgrill hat das Spiel verlassen. Schade. Aber ist auch schon mächtig hier. Revix, was hast du für ein Handy? Samsung Galaxy A3 habe ich. Ein schönes, altes, gammeliges. Meiner Meinung nach ist Fortnite das beste Spiel, was es momentan gibt. Ja, meiner Meinung nach halt nicht. Das ist halt Geschmackssache, ne? Dodders. Schieß mich ab. Hast du mich abgeschossen? Nein. Wieso nicht? Wo ist der? Ah, da. Kam hat das Spiel verlassen. Der ist ganz schön schnell, weil sein Kollege auch schon raus ist. Ist ganz schön schnell unterwegs, der Typ. Oh, der Regen. Man sieht richtig, wie der Jet verreist. Mal mit Ungelenken. Na? Na, das wäre ja auch zu krass mit Ungelenken. Auch so. Finde, Fortnite ist langweilig geworden, weil du einfach immer das Gleiche machst. Ja, das ist halt das. GTA ist ein bisschen vielfältiger. Wir machen zum Beispiel auch manchmal so Community-Streams mit Tuning-Treffen, Touren und so weiter. Und man kann halt mit viel mehr Leuten zusammenspielen. So bei Fortnite geht immer nur maximal 4. Das ist halt echt scheiße. Das ist halt richtig kacke. So. Hier ist gar keiner mehr, ne? Können schon wieder... Ja, nur noch wir sind da. Nur noch unsere Community ist am Start. Oh, bam. Kann ich mich auch eben umbringen. Dodders ist ein Freund von mir. Oh, sorry, Pano. Das hätte ich vorher mal reinschreiben sollen. Dann sorry an Dodders. Falls er das hier hört, sieht. Dann sind wir quasi wirklich nur noch wir hier. Das heißt,
nochmal Lobby wechseln. Hoffentlich hänge ich jetzt nicht wieder. Wie man. Hier ist doch keiner mehr. Du kannst ja gerne noch da rumfahren. Ich halte mich von diesem Paul fern, würde ich dir auch empfehlen, Sohn. Der kann's nicht lassen. Du hast doch angefangen, Zombie zu killen. Schon wieder. Wir sind in die neue Lobby und du hast Zombie gekillt. Das hab sogar ich gesehen. Mein Kacklaufwerk ist kaputt. Voll mehrfach. Von der PS4 oder was? PWR? Rabbix, ich will eine 1er KD. Wie kann man am schnellsten KD kriegen? Mit Luftfahrzeugen. Hunter, Jet, alles was feige ist. Panzer. Aber am besten übst du einfach Jet fliegen und Hunter fliegen. Damit, beziehungsweise Savage fliegen, damit machst du am meisten Kills. Und du musst halt immer darauf achten, gut, das geht schon in die Richtung Tryhard, halt easy way out, ne? Selbst umbringen und so. Wenn dich andere killen wollen, dann muss ich selber umbringen, dann sinkt deine KD nicht. Ich rede hier nicht davon, dass das skillhaft ist, aber so kriegst du halt die KD hoch. Wirklich FB. Wann gibt es ein Crew-Outfit? Ah genau, zu dem Crew-Outfit wollte ich noch was sagen. Wir haben unsere Crew-Farben. So. Und ich möchte gerne, dass ihr eurer Kreativität wirklich freien Lauf lasst. Das heißt, es muss nur einmal die Crew-Farbe irgendwo vorkommen. Am besten am Oberkörper, T-Shirt oder so oder was auch immer. Es gibt auch eine Crew-College-Jacke, die ist auch in Crew-Farbe. Dass ihr das benutzt und dann quasi die Crew-Farben sind halt weiß und hellblau und schwarz. Und wenn ihr die drei Farben, da könnt ihr so kreativ sein, wie ihr wollt. Da könnt ihr euch selber quasi einkleiden. Weil ich finde das, glaube ich, blöd, so ein festes Crew-Outfit. Ich möchte einfach nur, dass wir quasi als Crew unterschiedliche Outfits haben. Das finde ich viel spannender, als wenn wir alle mit dem gleichen Zeug rumlaufen. Genauso mit den Autos. Wir haben ja erst gesagt oder erst überlegt, Crew-Autos. Aber wir machen es jetzt so, ihr schnappt euch eine Karre, die ihr als Crew-Auto haben wollt, ob es jetzt ein großes Auto, ein kleines Auto oder was auch immer es ist, es soll halt nur kein Panzer sein. Also es soll schon ein Fahrzeug sein und am besten auch kein Militärfahrzeug, so ein Insurgent oder so, sondern halt ein normales Fahrzeug. Und das macht ihr dann in Crew-Farbe. Also das macht ihr dann zu eurer Crew-Karre. Das heißt, ihr könnt selber aussuchen, was ihr fahren wollt. Ich will euch gar nichts vorschreiben. Genau, dass ihr quasi mit den Farben da rumspielt und eure Outfits erstellt. Weil das finde ich viel spannender, wenn jeder so seine eigene Kreation hat, als wenn ich euch hier was vormache und ihr das alle tragt. Das finde ich ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Weil eine Crew sieht auch cooler aus, finde ich, wenn jeder so quasi dieselbe Crew-Farbe hat, aber trotzdem unterschiedliche Outfits. Versteht ihr, was ich meine? So, das ist ja auch bei einer Gang ist es ja auch so. Die haben auch nicht alles gleich an. Es gibt dann ein Symbol, was dasselbe ist. Und jeder hat dann so seine eigenen Outfits an. Das finde ich viel cooler, als wenn jeder das gleiche anhat. Ja, einfach für die Streams, würde ich mal sagen. Ja. Wenn dann vor allem da das getragen wird. Genau. Boah. Mimimi. Hühnchen verloren? Ja, ich glaube schon. Stimmbruch? Hab noch 13 Millionen auf Akt plus Fahrzeuge, die ich verkaufen kann. Ja, nice, dann hast du auf jeden Fall ausgesorgt. Ich würde gerne mitspielen, aber bin für 4 Monate Bad Sport. Escobar, willkommen im Stream, Mann. Und Bad Sport, krass, Alter. Aber da geht's richtig ab im Bad Sport, ne? Da ist ordentlich was los. Hab ich schon gesehen im anderen Stream. 4 Monate, Alter. Was, der hat noch keine 1er KD. So, du hast mich einfach überfahren. So, und machst du hier ein bisschen Stress, ja? Die ganze Zeit. Ja, ja, ich komm gleich wieder. Radio-Jingle, alles klar. Radio-Jingle. Was geht? Gehst du Schule? Nee, ich arbeite. Ich bin 25. Wenn ich mich nicht so anhöre. Oh mein Gott, die NPCs sind aggressiv. Ja, Mann. Flieg wieder Laser. Alles klar, mache ich gleich. Stimmbruch, genau. Ich hab Stimmbruch. Ich bin 14. Komm gerade in den Stimmbruch, das ist das Ding. Crew-Karre gleich teuerste Yacht. Ja, wenn du die in die Crew-Farbe reinkriegst, dann kriegst du auf jeden Fall einen Ehrenkuss, weil ich wüsste nicht, wie du die Yacht in die Crew-Farbe bringst. Ey. So, jetzt muss ich erstmal schauen, der ist wahrscheinlich kaputt. Könnte doch funktionieren. Ah. Perfekt in Design. Gehen wir auf FBs Wunsch ein. Der möchte wahrscheinlich wieder Geschwader fliegen. So, dann komm mal her, Schätzchen. Aber ich würde gerne die B11, aber du willst Laser. Laser fliegen. Ich würde gerne die B11 fliegen. Auf die habe ich gerade mehr Bock. Ah, ich habe Laser bestellt jetzt. Panto. Du kannst auch den Panto nehmen. Ist mir völlig egal. Hauptsache, der ist in der Crew-Farbe.
Kannst dir wirklich jedes Auto aussuchen, was du möchtest. Ich will schon ein bisschen Abwechslung drin haben, aber halt auf jeden Fall die Crewfarbe als Hauptfarbe. Das wäre schon nice. Und bei den Outfits bin ich dann auch mal sehr gespannt, was ihr da tragen wollt, beziehungsweise wie ihr euch dann quasi selbst kreiert. Findest du, man sollte die B11 mit der Fire Rate verbessern? Ja, das ist eine schwierige Frage. Im einen Sinne schon, aber auf der anderen Seite wäre die dann schon heftig OP, ne? Die Laser ist ja schon, ist halt immer noch der krasseste Jet. Muss man mal überlegen. Die Laser ist, seitdem das Game raus ist, ist die im Spiel und ist immer noch das beste Fahrzeug zum Fighten, wenn man das Ding drauf hat. Oder Flugzeug halt in dem Sinne. Ja, gut, Explosniper, ja. Aber jetzt so, weißt du? Also ich finde nicht, man sollte die B11 stärker machen, weil ich finde gerade das Coole an der B11 ist, dass man da wirklich Skill für braucht, das Ding zu beherrschen. So. Und das ist halt das Geile. Ja, gutes MG, das ist halt echt ein bisschen low. Das vielleicht ein bisschen buffen, aber auch nicht zu krass. Nicht so wie bei der Laser machen. Das wäre zu heftig. Was wir machen müssten, entweder ein Damage hoch oder die Feuerrate halt. Ja. Eins von beiden. Ja. Aber beides, das wäre schon wieder OP. Hä? Ach, da war gar keiner im Auto oder was? Die stehen da rum und ich treffe sie nicht. Doch, ah, mein Internet sagt wieder Hallo. Bad Sports, ist wenigstens was los und hast nie Langeweile. Ja, da gibt's ja Tryharder ohne Ende, wa? Kannst du gleich mit Supreme-Wagen fahren, bitte? Oh, von wem werde ich denn hier anvisiert? Hier ist einer Ghost, der will mich verarschen, glaube ich, oder? Ach, das ist der Terrorbite. Da kommt noch ein Jet hinter dich, ne? Ne, der ist von mir. Da ist ein Terrorbite da unten. Ja, da muss ich aber öfter drüber. Da muss ich auch in einem anderen Winkel drüber. Digga, was ist denn los? Spielst du mit Controller oder mit Tastatur? Mit Controller. Also ich spiele alle Games nur mit Controller. Willkommen im Stream übrigens. Den kannst du ja richtig umdrehen, da kann mit seinen Raketen auch nichts machen. Letzte Nachricht. Kannst du gleich mit Supreme-Wagen fahren? Nee, mach ich jetzt nicht. Ist das dein erster Charakter? Was für eine KD hast du auf deinem ersten Char? Nee, das ist nicht mein erster. Auf meinem ersten Char habe ich eine 3,4er, glaube ich, oder 3,6 jetzt. Ja. Kann leider nicht in die Crew, weil ich mein Passwort vergessen. Ja, man muss mich einladen, sonst kann ich nicht in die Crew. Okay, Troll Pano bist du. Pano... Crew beitreten. Hä? Ah, wie ging das denn nochmal? Ich hab schon lange keinen mehr in die Crew eingeladen. Boah, Alter, die fliegen ja Manöver. Das war hier Spieler. Digga, was ist denn jetzt mit meiner Stimme los? Irgendwie einladen. So. Ich krieg normal keine Crew-Anfragen raus, Leute. Aber in dem Fall mache ich's jetzt, weil der Pano ist schon lange dabei. Und dem Pano vertraue ich auch. So, jetzt muss ich erstmal wieder lesen hier. Ist King Caso von uns? King Caso? Ja, Casio ist von uns. Ich habe zwei Fragen. Erstens, klappt der Glitch auch in Heist benutzen? Und zweitens, muss man den Glitch immer wiederholen? Hä? Klappt der Glitch auch in Heist benutzen? Und zweitens, ich habe auch eine Frage. Kannst du das nochmal auf Deutsch schreiben? Ich verstehe das nicht. Klappt der Glitch auch in Heist benutzen? Und zweitens, muss man den Glitch immer wiederholen? Was für ein Glitch? Du meinst den Wiederholungsglitch quasi für Akt 2 oder so? Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, das mache ich nämlich selber nicht. Kann es sein, dass wir wieder voll viele im Laser sind? Aber ich hau mal wieder ab, haut rein. Jo, Escobar, haust du rein. Ciao, ciao, schön, dass du am Start warst. Kurz vor Schluss musst du halt rausgehen, also deine Anwendung schließen, beziehungsweise auf YouTube gehen. Ja. Und dann kannst du den immer wieder wiederholen. Aber ich würde den immer wieder fertig machen, den kannst du ja immer wieder wiederholen. Also von dem schon. Oh, shit. Ich habe echt Schiss vor meinen, vor den Zuschauern hier, wenn ich hier wenn ich mich hier drehe und wende, dass ich hier in einen von euch reinfliege. Oh, da ist zum Beispiel der Zane. Boah, das ist genau, was meinte ich. Teleportierglitch. Ach, den Teleport, ach so. Warte mal, dann lese ich nochmal, dann habe ich Skript. Klappt der Glitch auch in Heist benutzt und zwar muss man den Glitch immer wiederholen. Nein, du musst einmal die Vorbereitung machen.
einmal nur irgendeine Vorbereitung machen und dann, wenn du den Heist benutzt hast und den beendet hast, dann musst du den nochmal machen, quasi nochmal vorbereiten. Also wenn du den Heist fertig gemacht hast, dann musst du einen neuen Heist quasi nochmal vorbereiten, damit du immer wieder von Lester eingeladen wirst, den Heist weiterzuführen. Ich hoffe, du hast das so verstanden. Da ist einer im Oppressor unterwegs. Und wir sind hier gerade 3 Jets hinter mir. Oh mein Gott. Hydra ist Müll, Laser ist besser. Sehe ich genauso, Security. Und willkommen im Stream. Laser ist halt echt der beste Jet. Oh. Der ist da oben. Und er hat sich fallen lassen. Digga, Junge, Mutlohe. Ich habe echt Schiss, in dich reinzufliegen. Hm? Oh, das war ja nicht so cool. Haben wir hier noch einen mit einer hohen KD? Ich guck mir einfach das Video an. Ja, ach, du hast es noch gar nicht angeguckt. Ich dachte, das war eine Frage quasi danach. Oh. Ich zock auf der Xbox One. Schade, Mann. Sonst hättest du mitmachen können. Oh, da ist ein Oppressor. Den möchte ich mal versuchen. Kurt 1. Ich habe 11er KD. Nice. Ist aber nicht dein erster Char. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Also ich respektiere die Leute mit einer hohen KD auf ihrem ersten Account. Auf jeden Fall, wenn du auf dem ersten Account eine 2er KD hast, ist das krass, weil du musst mal überlegen, okay, und du musst das Spiel seit Beginn gespielt haben. Ich habe das Spiel seit Release, also PS3 auch, und dann mit dem ersten Account eine 3er KD. Wenn da einer kommt mit einer 2er KD, habe ich größten Respekt vor. Alle anderen KDs interessieren mich nicht. Auf Zweit-Accounts oder sonst was, das juckt. Das ist dann schön für jemanden, klar, das heißt dann auch, dass du was drauf hast, weil du weißt, wie du deine KD schützt und wie du damit umgehst. Aber auf dem ersten Account habe ich noch größeren Respekt davor, auf jeden Fall. Hamburger Schwarze, dann kauft ihr ein Kabel. Bin jetzt in die Crew, danke nochmal, Revix. Alles klar, Pano, freut mich. Supreme würde Akt 2, okay. Auf ersten Akt habe ich 2,69er, sehr nice. Sehr nice, Mann. Dachte Raid, Sujuk. Ah ja. Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Muss ich dann einfach sagen, hier beim Sujuk rein oder was? Ich habe noch nie einen geradet. Ich muss mal eben hereingehen. Ich weiß gar nicht, ob alle mitziehen. So. Dann gehen wir mal rein. Ach, die Anastasia hat mich auch geresubbt, aber es hat nicht funktioniert bei ihr, mit der Meldung. So, Leute, dann machen wir das jetzt mal. Bist du noch da, Sujuk? Also, dann gehen wir mal. Warte mal, ich gehe mal rein. Sujuk, Sujuk da, Sujuk da, zack. Zum Kanal. Streamst du immer so spät oder manchmal auch früher? Meistens immer so um den Dreh. Ah, er ist live. So, Leute, Sujuk Mampfa, wie mache ich das jetzt hier? Ne, hier, ich muss erst hier reingehen. Mein erster Raid. Kopieren. Jetzt muss ich wieder in meinen Stream. Einfügen. So, und da gehen wir jetzt alle rein. Mein erster Raid, Sujuk. Let's go. Und dann Hashtag iRabbix in den Chat rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt, ey. Let's go, Leute! Let's raid! Ist der Link drin? Ja, Mann. Link ist drin. Alle mal auf den Link gehen, Leute. Alle mal beim Sujuk rein. Er macht Fortnite. Fortnite, der Gute. Ach, so geht also raiden. Link rein und dann geht's ab, ja. Scheiße, jetzt höre ich ihn nicht. Alle mal beim Sujuk rein, alle, die noch nicht beim Sujuk sind, rein. Ich mach mal laut hier. Ich brauche mal eine ganz beschissene, ja.
Hashtag ich. Was geht? Sind tatsächlich einige mitgekommen? Also, Digga, Troll TV. Aber 27 Leute sind immer noch bei mir. Alba Wechsler. 27 immer noch hier, wie viele heute noch? Oh mein Gott, nein, Digga, oh boah, das war knapp, oh. Er ist gerade voll im Fight, er kann sich gar nicht konzentrieren. Nice, danke, Leute. Mein erster Raid, ich schreib's hier nochmal rein. Ich flieg gleich B11 auf jeden Fall. Jetzt muss ich meinen Laptop holen, gucke beides. Rebix, love you. Eskalation. Rebix ist einfach einer. Also Rebix ist jedermann hoch, 1 Million. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, Bro. Hörst du diesen Wort? Du bist das nicht. Ich hätte das Schwanz. Ein Kuss auf deine Ohrläppchen, Bro. Ich danke dir, ich küsse dich, ich liebe dich. Alhamdulillah. Arian, Bro, was geht, Mann? So. Fing mal B11 bestellen wir uns jetzt. Korrekt, dass einige mitgezogen haben. So, wir landen jetzt hier. Holen uns ein B11. Alles gut, Bro. Alhamdulillah, aber nichts etwas. Also, ich habe jetzt erst eine Überraschung für dich. Das wollte ich von vornherein schon sagen, aber das kam nicht wieder zu. Hast du Überraschung? Ich habe gesagt, du sollst mich sofort zum Anschreiben, weil ich was für dich habe. Ich habe noch einen PlayStation 4 on the all Account mit 300 Milliarden Dollar und der Account ist sexy und ich würde, wenn ich einen auf Ehre mache, ich würde ihn verlosen, aber auf meinen Nacken für deinen Kanal. So, weißt du, so, weißt du, ausspielen. Ich küsse dich, du küsst mich, das reicht. Aber das wollte ich überhaupt nicht erklären, weißt du? Aber Bruder, du hast dich geschieden, das war das für dich. Ich habe gefühlt 10 Wochen drauf, dass du schreibst. Servus, viel Spaß. Einfach kuss. Geht mal bei ihm rein, Leute, ich muss gerade kurz bei ihm chillen. Wenn du willst. Also, du willst eh safe, das weiß ich. Das riecht von dir. Du willst eh safe. Krank, wenn du sagst, okay, Bro, du machst mal safe mit, weißt du. Kannst du ein paar Jet-Tipps zeigen? Ja, Evo Strike mache ich jetzt gleich. Sagst du möchtest, dann gönn ich dir. Und ich habe noch von damals, ich habe noch damals auf PlayStation 3 gemoddet und ich habe den Account immer noch, weißt du. Und auf meinen Zugriff, wenn ich Kiss muss, hätte ich sogar GTA nicht. Aber ich habe auch noch keinen Schluss. Er redet die ganze Zeit mit mir. Jetzt will ich nicht rausgehen. Deswegen. Da müssen wir mal quatschen. Ja, das ist. Digga, ich hab nicht umsonst. Wie gesagt, schreib mich an, Bro. Oh, beim Raiden bin ich mir voll überfordert, Alter. Da im Stream und hier. Okay, Lukas, liken. Ja, mein Digga. Ich muss nochmal. Nochmal alle mal beim guten Sujuk rein. Ich hab's dir per. Oder. Ich schick nochmal den Link. Ich mach dir die Nacht durch, lad mich heute Abend einfach in die Party, meine Party auf offen Join nach. Dann können wir jetzt hier mal reingehen, Leute. Alle, die noch nicht drin sind. Wir sind 34 Leute, dann vielleicht kriegen wir's hin. Gönn auf meiner. Was ist das, Digga? Und lass mal ein Abo da, der Typ macht Fortnite. Das findet ihr bei mir nicht, aber die Leute, die Fortnite interessiert, könnt ihr beim Sujuk auf jeden Fall vorbei, der macht nur Fortnite. Ich flieg nach Oguptistan! Der ist schon cool, Alter. Ich mag den voll. Bro, ich flieg gefühlt nach Oguptistan. Ist kein Ding, Leute. Digga, 22 Zuschauer. Kranker Scheiß. Ach krass, Leute. Korrekt, dass ihr so mitmacht, Alter. Heftig. Zu krank. Der freut sich richtig gerade. Ja. Was? Ja, Hasenarmee, Digga. What the fuck, wo kommt die Hasenarmee her? Hasen-Army, der Attention-Musiker. Der Musiker, Junge. Haut rein, Alter. Alles klar, Jungs. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, ja? Wir gehen jetzt wieder raus. Ich kümmere mich jetzt hier wieder darum, dass wir hier weitermachen. Ist so. Ist so, Digga. Achso, das ist aber unabsichtlich, Bro. Wo ist der? Wo bist du? Ich schreibe dem jetzt noch kurz. Komm, lass das nächste Wort zum Martiger von Rebix, Bro. So hart machen. Oh, mies, klar, ja, Bro. Der Traveler zu uns. Klar, Digga.
Warte. Nee, kenne ich nicht den Namen. Ja, bitte nehme ich mit Max Walter. Okay. Oh. Das war mein erster Raid. Du warst der Beste. Nee, Digga, also Level ist danke, dass du mich redest, Digga. Ich küsse Afro. Also der Kuss geht einfach raus. Alter Jungs, korrekt, dass ihr mitgemacht habt. Komm mal wieder raus, viel Spaß dir noch. Danke, Bruder Herz. Ich danke, 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 danke dir ganz herzlich, Bro. Das ist echt krank von dir. 232 Abonnenten, danke euch. Danke für die 12 Likes. Die, die noch nicht abonniert haben, würde ich freuen, wenn ihr noch ein Abo da lassen würdet. Genau, lass noch ein Abo da. Vielen Dank, Leute. Richtig coole Aktion. War mein erster Raid. Richtig nice. Noch nie gemacht. Küsschen geht raus an Rabbit, dem Ehrenmann. Der redet immer noch über mich. Okay. So, das war's jetzt. Alles klar, Jungs. Jetzt konzentrieren wir uns mal wieder. Oh, scheiße. Korrekte Aktion von euch, dass ihr mitgemacht habt. Richtig geil, Leute. Oh, ja. Das habe ich mir gedacht. Ja, er war schon die ganze Zeit so voll nah an mir dran. Aber ist kein Ding, FB. Ich hab halt nur gewusst, dass wir quasi ineinander reinfliegen. Geil, küsse dich. Danke, mein Attention-Musiker. Du hast einen geilen Kommentar reingehauen. Korrekt von dir auf jeden Fall, bei ihm. So, was bringen die Rabbit Coins? Wie bekommt man die? Wenn du im Stream aktiv bist, dann kriegst du Rabbit Coins. Alle 10 Minuten 15 Stück. Für die Rabbit Coins, ich kann euch nur raten, die zu sammeln. Ich bin noch nicht so lange quasi hier am Start, kenne mich mit dem ganzen System noch nicht so aus, aber ich werde noch was Schönes für die Rabbit Coins machen. Vielleicht auch, wenn ich dann später größer bin oder so, mal gucken, was man da alles so reißen kann. Giveaways und so weiter, alles für Rabbit Coins. Mal schauen. Was lachst du jetzt so? Wenn ich mal größer bin. Ja. Ford Skill. Willkommen im Stream. Natürlich. Was denkst du denn? Zombie. Jetzt geht das nicht. Jetzt kann ich nicht. Bist du schon groß genug? Ja, aber du weißt, was ich meine. Auf YouTube meine ich. Achso. Ja, sag das doch. Ja, hallo. Das ist ja jedem klar gewesen. Jedem, nur dir nicht. Leier HD, was geht? Schön, dass du am Start bist, Mann. Ey, Mutlu, gar kein Problem, Mann. Gar kein Problem. Ich muss jetzt in die B11 rein. Hallo, Rabbix, habe ich was verpasst? Leier, nö. Wir haben nur gerade einen kleinen Raid verpasst. Eddie Cotteletti, was geht, Mann? Willkommen im Stream. Oh, jetzt kommen auch viele rein hier heute. Wie ein Baby von dir. Holst du jetzt die B11? Jo. Ich hole jetzt die B11 und gebe gleichzeitig Jet-Tipps. Wäre das nicht was? Aber dafür brauche ich erst nochmal ein Opfer in dem Sinne. Haben wir denn hier noch was? Wir sind hier einfach wieder alle von uns. Wer ist das denn? Nasser? So, B11 ist hinten gespawnt. Let's go. B11 ist natürlich schon was anderes als Laser. Willst du einen speziellen Jet? Irgendwas Spezielles, was du dazu haben möchtest? Also quasi einen speziellen Jet. Du verwirrst mich so mit deinem Gelache, ne? Die ganze Zeit. Entschuldigung. Worüber lachst du denn? Schreib bestimmt heimlich nebenbei, bitte. Glaube ich auch. Hä, was? Schreib's doch bestimmt. Deiner bestimmten Person. Wer ist denn Nasser? Den kenne ich gar nicht. Nee, ich bin hier einfach rumfahren. Boah, Hauptsache, ich hab den nur kurz gesehen, ihr seid schon alle auf den draufballern, ey, das ist schon krass. Lukas, Sujuk Army. Da kommt, oh nein, er spawnt hier. Danke für den, oh, danke Mann, Bang Gang. Du hast ihn weggebankt und mein Leben gesaved. Ich muss da jetzt losfliegen, du weißt das, ne? Du weißt, dass ich losfliegen muss, du weißt das, ja. Willst du hier parken? Oh! Boah. Ja, mach den fertig. So. Also, ich fange direkt mal vorne an. Wer wollte jetzt hier nochmal kurz die Tipps haben? Tipps zum Angreifen für Spieler. Mal Boden mit Laser. Okay. Da muss ich doch in die Laser. Crazy Yoshi wollte, dass ich BL fliege. Eddie Cotteletti habe ich schon begrüßt. Aber das kann ich auch machen im B11. Das ist gar kein Problem. So, also erstmal geht ihr auf die Einstellung. Ganz wichtig, genau wie im Helikopter. Kameraeinstellung. Ego-Perspektive, Motorhaube an. Warum? Ich mach's mal aus, ich zeig's euch. Wahrscheinlich viele von euch kennen das schon. Aber hier, ihr seht gar nichts. Ja, ihr seht absolut nichts. Das heißt, wir machen Ego-Perspektive
Motorhaube an. So. Dann, wenn es um Dogfight geht, jetzt baue ich mal ein. Da vorne ist jetzt ein Jet. Wir machen jetzt keinen Dogfight in dem Sinne, aber wir tun mal so, als ob. So, wo ist denn der jetzt? Da oben. So, wenn ihr dem, ihr müsst generell immer hinter den Jet kommen. So, wenn ihr jetzt quasi aneinander vorbeifliegt und so. Mal, hörst du mich eigentlich? Wer ist denn das? Jim Boy? Ach, egal, wir machen es aber so. Ihr habt den rechten Stick, müsst ihr hier benutzen. Ihr müsst immer mit dem rechten Stick in die Kurve mitdrehen quasi. Die Kamera immer mitdrehen, damit ihr seht, wo der Jet ist. Ganz wichtig, Leute. Und immer hinter ihn kommen. Keine Raketen schießen würde ich generell nie empfehlen im Jet. Keine Raketen schießen, es bringt absolut nichts. Versuchen, eine gute Position hinter ihn zu kommen und dann mit dem MG draufballern. Für dich werde ich gay. Dankeschön. Krass, wie das Spiel immer noch so abgeht. Ja, schon heftig, ne? Bis wann streamst du, so lange ich Bock hab? Wie findest du den Savage? Mega geil. Hab auch B11. Sehr schön. King Casio. Wir machen das mal kurz mit King Casio. Ich glaube, der ist gut. Also King Casio, du hörst mich wahrscheinlich, aber genau, wir machen das jetzt so. King Casio, wenn du mich hörst, wir fliegen jetzt zum Flughafen und machen einen fairen Dogfight mit den B11. Wenn du weißt, wie das funktioniert, ich glaube schon, ich glaube wirklich, dass du das drauf hast. Wir fliegen quasi aneinander vorbei und dann machen wir einen friendly Dogfight. Einfach mal, damit ich auf so ein paar Sachen eingehen kann und direkt in Aktion zeigen kann. Ich danke dir, Bro. Gar kein Problem, Sujukmann. Du warst mein erstes Mal. Ist halt echt so. Mein erster Raid ging an dich, Digga. Noch nie geraidet. Ja, das kenne ich. Sehr nice. Okay. Also wir fliegen. Ich fliege jetzt nach... Ja, okay, du fliegst dahin. Sehr schön. Mach mal so. Wir kreuzen uns dann quasi über dem Flugfeld und dann aneinander vorbei, dann geht's los. Ja. Du weißt ja Bescheid. Vielleicht soll ich nochmal drehen. So, und Jim Boy, bitte nicht ganz so. Oh, das ist jetzt auch noch dunkel. Oh, let's go. Okay, also. Ah, doch nicht, let's go. Nee, das ist scheiße. Jetzt war ich direkt hinter dir. Das ist ja schwul. Ich hätte dich direkt holen können jetzt. Ich habe extra nicht auf dich geschossen. Okay, machen wir so. So läuft jetzt. So ist in Ordnung. Also ich versuche jetzt immer mit der Kamera quasi zu gucken, wo er ist. Versuche immer hinter ihn zu kommen. Wenn ich ihn sehe, gehe ich ihm mit dem MG drauf. Oh Mann. Oh, der Move war nicht schlecht von ihm. Das ist auch so dunkel hier, Alter. Er hat ihn auch noch in schwarz, der Sack. Oh! Da war der First Hit, aber das bringt bei dem nicht so viel. So, wenn ihr hinter ihn gekommen seid, hat er schon verloren. So, ich kill ihn jetzt nicht. Er hat nämlich schon verloren. Ich kill dich jetzt nicht, Casio. Traveler kommt in der Starling zu euch. So, das ist nämlich auch richtig cool mit dem B11. Wenn ihr Dogfight üben wollt, macht's mit dem B11, dann müsst ihr euch nicht gegenseitig killen. Dann könnt ihr das die ganze Zeit üben, so. Das ist richtig cool. Also wenn ihr Dogfight üben wollt, schnappt euch einen B11, schnappt euch einen Kollegen. Und hier haben wir direkt einen... Oh, sehr schön. The Traveler. Der hat doch auch Bock jetzt, oder? Ist zwar richtig dunkel und ich sehe ihn nicht. Der muss richtig weit oben sein. Komm dann heute Abend Party. Jo, mache ich, alles klar. Wie lange bist du noch am Start, Mann? Werde ich jetzt abgeschossen? Ich verpiss mich mal lieber, sonst schießt der FB mich wieder ab. Wollte vorhin irgendwas fragen, hab's aber vergessen. Jetzt will ich die ganze Zeit wissen, was das war. Welche Steuerung empfiehlst du im B11? Die Rennsteuerung. Der B11 ist extrem langsam. Und die Rennsteuerung ist die schnellste Steuerung, deswegen würde ich die auf jeden Fall empfehlen. Bei der Rennsteuerung ist es nämlich so, ihr könnt viel schneller in Kurven fliegen. Alter, seid ihr gerade beide den am Jagen und euch am Umfliegen? Wie das aussieht. Der Arme. Der Arme, Alter. Kannst du mich grüßen? Oh Gott. Ich nenne... Oh, was?
JJ Noah, Game Videos. Grüße an dich. Grüße gehen an dich raus, Mann. Grüße gehen raus. Ladet euch in die Orga ein, dann macht ihr nur das Fahrzeug kaputt, aber nicht euch selbst. Genau, super Tipp nochmal. Einfach in die Organisation einladen. Willst du nochmal, Casio? Sicher. Dann lade ich dich eben ein, Casio. Dann machen wir es nochmal. Casio, da so. Versuch dich mal dran zu erinnern, Evo Strike. Hab letztens in so einer Herausforderung mit einem Italy GTB 256 km/h geschafft und mich schreiben erstmal 6 Leute in verschiedenen Sprachen an. Nice, man, die waren wahrscheinlich beeindruckt. Ne? Der rote Jet gehört ja zu uns. Ich wollte gerade schon drauf schießen. Hey. Holst du dir wieder ein B11, Casio? Ja, okay. Mich auch, lad mich auch ein. Aber dann müssen wir abwechseln machen. So denn. Aber das will ich auch gleich mal testen. B11 gegen Laser. Würde ich gerne mal machen. Weil eigentlich, also laut gewissen Quellen, soll der B11 besser sein. Der B11 ist tatsächlich auch mit einer der besten Dogfighter im Game. Mhm. Ja, das habe ich noch nie ausprobiert. Dankeschön und ich heiße, weil ich YouTube mache. Nicht wundern. Ach so. Ja, gar kein Ding. Gar kein Problem. Okay, dann machen wir es so, Mutlu. Flieg mal auf die andere Seite des Flughafens, dann machen wir es jetzt schon. Und dann das gleiche wie beim, oh Gott, Namen schon wieder vergessen, beim Casio. Aneinander vorbei und los geht's, ja? Das Metallic oder Matsch? So, du kannst dich dann jetzt drehen, wenn du willst. Noch nicht. Du hast natürlich auch einen schwarzen Jet, dann sehe ich auch wieder geil. Hab Laser. Sieht nicht mal schlecht aus mit dem weißen Akzent hier. Oh nee, Gott, ich sehe den gar nicht, ey. Hey, Alter, du hast es nicht verstanden, FB. Aneinander vorbeifliegen und dann geht's los. Das ist ein fairer Dogfight. Eins gegen eins, Dogfight. Okay, dann machen wir jetzt halt so weiter. Das Ding hat übelste Panzerung. Oh, Alter, ich bin jetzt schon langsam. Also normalerweise fliegt man aneinander vorbei bei einem fairen Dogfight und dann, gleich geht meine Turbine aus. Und dann geht's jetzt los. Was sind da jetzt? Hast du das Licht angelassen, Alter? Die Batterie geht leer. Ja, es tut mir leid. Hau mich mal rum, Chauffeur. Oh, ich kann nicht mal mehr agieren. Ja, danke. Geil, die Gun ist der Hammer. Aber er hat jetzt verloren. Obwohl ich gequalmt habe, Junge. Aber normalerweise, also für dich nochmal, man fliegt aneinander vorbei und danach geht's los. So, jetzt muss ich mir... Was wolltest du denn? Laser, Casio? Machen wir mit Laser halt. Aber du bist schon down. Korrekt. Dann warten müssen wir jetzt wieder warten. Ich mach was jetzt berühren werde. Na. So, ich darf sowieso in die Richtung da jetzt fliegen. Ey, komm, ist doch nichts passiert. Nee, überhaupt nicht. Nur ein Lackschaden. Du hast bereits ein Spezialfahrzeug. Ja, das verabschiedet sich ja gerade. Hör auf, gegen die Tür zu treten. Hör auf! Ich bin eigentlich schlecht im Dogfight, aber mit B11 komme ich immer hinter Laser und Co. Ja, B11 ist auch richtig nice. So, Laser ist Alter. Kaputt. Willst du aussteigen zu deiner Hinrichtung und soll ich dich im Wagen schießen? Wo man spricht. Es tut mir leid. GG aus. Ach, GG Noah. Echt? Okay. Ich pack es nicht. Weil da steht ein Doppel, ja. Geh jetzt ins Bett, hau rein, kann dir morgen ja mal nachjoinen. Alles klar, mach's das, Crazy Yoshi. Und willst du sagen, entschuldigst dich? Junge, bist du schlecht? Wieso? Ich hab doch gerade gewonnen. So, Strike Force, Laser, alles klar. Ich werde von Boruto beleidigt, Mann. Ob dein Vater da so stolz drauf wäre? Boruto immer. Hä, du spielst auch nur gegen Leute, die schlechtere Sachen haben? Oder warum Laser gegen B11? Erstmal war das Hydra gegen B11 und zweitens war das jetzt ein faires, also
1 gegen 1. Ich habe ihn ja nicht mal gekillt. Das war ein Test. Ich wollte testen, wie der B11 gegen den Hydra abschneidet. Also, ich weiß ja nicht, wie lange du jetzt am Start bist. Der boxt mich nicht. Aber, nicht das war ein faires Duell gerade unter Abonnenten. Das ist mein Zuschauer. Und deswegen, chill mal, Dude. Hydra hat die schlechteste Wendigkeit. Warte mal, wir haben ja nur getestet, Mann. Ich habe ihn doch nicht mal gekillt. Chill doch mal. Klaus, mir zieht schon wieder meine Karre. Greets, Hasen, was geht, DMC? Schön, dass du am Start bist. Vorführung, das war einfach nur ein Test, Digga. Kannst du mal chillen, Boruto, ja? Wir sind hier gerade fair am Fighten. Jetzt kommt gleich ein Laser gegen Laser. Also ich bin schon fair unterwegs. Vor allem, wenn es um 1 gegen 1 geht. Und das war gerade einfach nur mal ein Test. Kann man die auch PSN-Anfrage schicken? Natürlich, Evo Strike. Ausrufezeichen PSN. Und dann siehst du meinen Namen oder kannst ja auch hier schauen. Einfach PSN-Anfrage reinballern. So, wie du siehst, Boruto, sind wir auch in einer Organisation. Das heißt, wir können uns gar nicht killen. Alles mit Absicht. Bin gleich weg. Ciao. Alles klar, Alize. Haust rein. Schön, dass du am Start warst heute mal wieder. Du bist sehr aktiv. Das freut mich. So, wer wollte jetzt? Moment mal. King Casio ist da unten. Was? DMC will auch eine Dogfight gegen dich. Okay, komm rein, DMC. So, wer ist jetzt? Will hier noch einer? Also möchte noch jemand? Ich kann mal einen geilen Fahrzeug lassen, ne? Dann lade ich euch in die Organisation ein, weil mir macht das auch Spaß, ehrlich gesagt. Nee, nicht groß PSN, nur klein. Einfach Ausrufezeichen klein schreiben PSN. Okay. Nee, alles cool, Boruto. Aber dir schlage ich das zum Beispiel auch vor, wenn du willst. Du kannst auch nachjoinen. Ich lade dich dann auch ein und dann können wir auch mal einen Dogfight machen, wenn du möchtest. So, jetzt muss ich gerade, also wer ist jetzt der Lilane? Jim Boy. Ich lade dich mal eben ein, Jim Boy. Sieht nämlich so aus, als würdest du wollen. Jetzt hast du mir die Tür auch noch abgerissen. Das bist du. Da bist du jetzt selber schuld. Du hast mich rausgeworfen und bist gleich losgefahren. Alles klar, Jim Boy. So, dann drehe ich mal. Sobald wir aneinander vorbei sind, du weißt ja, wie es läuft hoffentlich jetzt, ne? Wer ist denn das? FB? Ach so. Nein, du hast die Hydra. Die Hydra ist schlechter gegen die Laser. Wer will denn jetzt? Boah, hier ist Pilot. Will jetzt Jim Boy oder willst du jetzt nochmal? Ist mein Markenzeichen. Ach so, okay, alles klar. Gut, dann dreh nochmal um. Hast du dich hinterher Suizide? Ja. Und also wer auch immer jetzt möchte, also ich hab... Kein Problem damit, wenn du jetzt möchtest, dann... Nee, ich will nicht. Okay, alles klar. Will keiner jetzt? Was ist mit Casio? Wolltest du nicht? Ah, Casio kommt. King Casio, sehr schön. Okay. Son Witchy, bist du das, Boruto? Ich nenne dich Boruto, weil ich nur dein Profilbild da sehe und du hast ja so komische Sterne im Namen. Gib noch Tipps zum Anfliegen von Bodenzielen. Ja, im letzten Video habe ich ja auch schon was dazu gesagt. Ego-Perspektive und dann Langrattern. Aber bitte nicht mehr nah hinterherfliegen jetzt, wenn ich hier den Dogfight mache. Das geht gerade an dich, Mutlu. Weil sonst fliegen wir hier ineinander rein. Bin bereit, okay. Jo, dann drehen wir uns jetzt quasi, fliegen aneinander vorbei und dann geht's los. So, Albert Wesker, alles klar, Mann, ich nehme dich gleich an. Und du hast natürlich schon wieder Bullen. Ich bin dabei, letzter Anzug. Wie drehst du jetzt schon gegen Casio? Hat sie erledigt. Das war's aber jetzt schon, ne? Also man fliegt aneinander vorbei und dann wird sich direkt gedreht. Ich weiß nicht, ob du das jetzt falsch verstanden hattest oder so. Wir können gerne nochmal wiederholen. Weil du hast dich jetzt nicht direkt gedreht. Das war jetzt easy für mich. Was ist besser? Buzzard oder Savage? Savage auf jeden Fall. Savage ist auf jeden Fall viel besser. Jim Boy, willst du vielleicht mit dem B11? Das würde mich auch mal interessieren, ob ich... Ach, das ist gar kein B11. Hm. Ja,
Jetzt habe ich gerade schon Bock, gegen so ein paar Dogfights zu machen. Aber Bang Gang, B11. Ah, willst du, wo wir hingehen? Wohin? Das ist jetzt eine Zeichnung. Bang Gang, ich will mal gegen dich, wenn du willst. Ich schmeiß mal eben wen raus. Verwaltung, FB, ich schmeiß dich mal kurz raus. Und nimm den Bang Gang rein. Nein, nicht in der Nähe. Bitte nicht annehmen, Leute, nur der Bang Gang. Ist der drin? Hatte eine Auseinandersetzung mit dem Touchpad, das wollte nicht Eevee. Wieso Touchpad? Wolltest du die Kamera wechseln? Okay, wir können auch mal machen auf jeden Fall, Casio. Wer ist denn das jetzt hier? Jim Boy? Ah, ne. Bang Gang? Achso, warte kurz, ich lade dich noch ein. Ich hasse es. Wo ist er denn da? Bang Gang. Ich hab dich eingeladen. So, sehr schön. B11 gegen Laser. Eigentlich müsstest du, also rein technisch gesehen, müsstest du winnen. So, wir fliegen aneinander vorbei und dann geht's los. Nicht hier, nicht hier. Oh, ich dachte schon. Du willst jetzt unbedingt rechnen, oder? So, aneinander vorbei. Okay. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Du hast dich auch nicht direkt gedreht. Ich bin instant hinter dir. Ah, okay, aber man sieht schon, der ist viel wendiger als der Laser. Ah, trotzdem. Also wie ihr sehen könnt, verfolge ich die ganze Zeit mit der Kamera. Jetzt machen wir mal kurz Fahrwerk raus, damit ich ein bisschen langsamer bin. Ja. Okay. Also wenn ihr langsamer fliegen wollt, dann müsst ihr kurz Fahrwerk rausmachen. So werdet ihr langsamer und das ist auch gut gegen Bodenziele. Machen wir jetzt angenommen, wir nehmen jetzt mal hier unten den Bang Gang. Ich werde den jetzt sowieso nicht treffen. Immer auf die Karte schauen, wenn der Pfeil, da ist er jetzt, den hätte ich jetzt getroffen. Immer unten links die Minimap lesen, wenn die Spitze des Pfeils quasi direkt mit dem Punkt übereinstimmt, also wenn er direkt vor euch ist, dann müsst ihr schießen. So, ich zeig's nochmal kurz hier. So, achtet auch unten auf die Minimap, auf die Spitze des Pfeils. Und dann runter und dann einfach lang rasieren. So, das war aber jetzt ein ziemlich steiler, ein ziemlich flacher Winkel, nicht so gut. Am besten ist, wenn ihr von komplett oben kommt. Und dann am besten nochmal in die Ego-Perspektive. Ich hab deinen Arsch mal gesehen. So. Und dann wieder hochziehen. Direkt straight nach oben. Drehen, runter. Und dann halt, manchmal geht's auch so. Dann könnt ihr auch so einen Bogen fliegen. Aber ihr dürft auf jeden Fall nicht zu greasy sein. So, kann man den Buzzer tunen? Nee, kann man nicht. Sollte ich mir erst Manga kaufen oder erst den Savage? Wenn du einen Manga kaufen möchtest, dann meinst du, glaube ich, was anderes als... Abo ist da korrekt von dir. Willkommen bei den Rabbits auf jeden Fall. Manga? Was meinst du mit Manga? Was soll... Warte mal. Hä? Welches Fahrzeug meint er jetzt mit Manga? Gibt's irgendwas mit MA oder so? Nee, wenn dann bloß den Manasa. Manasa? Naja, ja, nee, irgendein Flugzeug. Kannst du nochmal genau reinschreiben, was du meinst? Weil Manga gibt's nicht. Ein Hangar oder was? Hangar? Hangar? Meinst du Hangar vielleicht? Manasa, oder? Nee, doch kommt nicht. Kommt am ersten hin, oder? Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ja, ich würd's jetzt, wenn ihr Jet fliegen könnt, müsst ihr auch keine Sorgen um die Noob Look So Randoms machen. Genau, der Casio sagt es. Wenn ihr Jet fliegen könnt, dann besiegt ihr alles. Ist halt echt so. Außer halt auch einen, der im Jet fliegt. Der gut ist. Hikmet. Ich nenne dich Hikmet. Ist das richtig? Willkommen, Streamer. Macht aus Hangar Manga. Ja, dann warte mal. Hangar vor. Was war das? Savage. Das ist eine gute Frage. Erstmal werde ich die Lobby wechseln. Weil ich will gerade nebenbei noch ein bisschen... Ne, und so, ihr wisst Bescheid. Hangar meinst du, okay. Hangar for Savage. Ja, das Ding ist halt, wenn du schon einige Pegasus-Fahrzeuge besitzt... Ja, haltet die Moves. Dann kannst du, die in deinen Hangar reinfliegen und dann kannst du da die Farbe ändern. Das ist richtig cool. Also ich würde dir schon erstmal empfehlen, einen Hangar zu bestellen. Hau rein.
Hunger for Savage auf jeden Fall. Nee, ja. Das war jetzt nicht geplant. Definitiv Hunger for Savage. Gucken wir mal, wo wir jetzt reinkommen. Habe ich eigentlich noch was zu trinken? Ja. Oh, meine Alva. Hi, was geht? Hey Zombie, ich habe Schuhe vor uns gefunden. Was? Hier, die Anastasia hat Schuhe vor euch gefunden. Ach so. Hier ist ja gar nichts los. Gain, gain, gain. Alles Low Levels. Nee. Achso, ja, dann schick die mir mal. Freymax, kann man mitspielen? Natürlich. Ausrufezeichen PSN in den Chat, dann siehst du meinen Gamertag. Dann kannst du mich adden, wenn du Abonnent bist. Und dann kannst du gerne mitzocken. Na? Okay. So. Mal gucken, wo wir jetzt reinkommen. Ich habe den Savage, aber kein Hangar. Das ist kein Ding, aber den Hangar kann ich dir trotzdem empfehlen. Weil nur mit dem Hangar kannst du persönliche Fahrzeuge anfordern. Also persönliche Flugzeuge anfordern. Dass die direkt in der Nähe spawnen. Ich zeig's dir gleich, was ich meine. Boah, wenn ich nicht gerade ein Video mache, bin ich echt scheiße im Erklären. So. Ach, ich laufe immer in dieses Klo rein. Jedes Mal. Warum? Ich fühle mich von der Toilette angezogen, oder? Was ist los? Hier ist ja schon wieder nichts. Ist jetzt hier tote Rose? Haben die alle. Ja, was soll das für ein Zeichen sein? Hau mal raus. Vielleicht, dass du mal musst? Ich muss aber nicht, Mama. Ich muss nicht. Warte, seit wann bin ich deine Mama? Naja, seit 25 Jahren. Ich gesagt habe. Nee, seit gestern. Ja, ja, stimmt. Gestern hast du auch schon so irgendwas gesagt. Ich habe von wegen, ja, dann, das Ding ist doch scheißegal, es geht um die Gesundheit oder so. Ja, genau. Ja, stimmt. Ich finde, meinetwegen Pegasus und Mechanica liefert ja näher bei dir. Nee. Pegasus. Ja, das ist kein Fall. Pegasus schickt die Flugzeuge immer nach Timbuktu. Und das Geile bei Pegasus ist, da hast du nicht mal die Garantie, dass das Ding auch erscheint. Dann rufen die dich an und sagen, leider konnten wir ihnen ihr Flugzeug nicht liefern und so ein Scheiß. Kommt voll oft. Ey, wo komme ich denn hier rein? Hier ist ja alles tot. Was soll denn das sein? Was soll denn das hier? Darf ich dir morgen eine verschicken? Kannst du in den Chat schreiben, wie du heißt? Ausrufezeichen PSN einfach. Dann hast du meinen Namen. Also klein PSN, nicht groß. So, jetzt noch einmal Lobby wächst. Kann also nicht sein, dass hier tote Hose ist. Wie spät haben wir es denn? 24 Uhr. Boah, wir haben schon 34 Likes und kein Dislike. Ah, da war heute mal kein Hater am Start. Ah, das kann man ändern. Ich habe nämlich immer einen. Einen. Auf jedem meiner Videos gibt es immer einen, der mich nicht mag. Ey, was hast du für Moves? Für Moves? Mit wem redest du? Zombie. Zombie killt mich. Den FB hast du gekillt, Zombie. Einmal. Magst du ein Dislike haben? Natürlich aber nicht. Und zack, da ist der Dislike da, ihr Säcke. Ja, ich wollte gerade auch schon eins geben. Ihr Säcke. Nein, ich möchte natürlich keine Dislikes haben. Lass uns alle mal disliken. Ey, Mann. Ich hab nichts gesagt. Nein, alle liken. Die hören da drauf. Jeder Einzelne soll jetzt mal bitte liken. Ich komme nach Hause und verhau ich mit dem Flipflop. Flipflop. Der geht auch aufs Haus, Alter. Casio, Junge. Was? Dieses Wort Flip. Jetzt geht dir mit Dislikes. Ich sollte einfach mein Maul halten. Alter. Oh, krass, Leute. Danke jetzt. Ihr liked sogar noch. Aufs Mitleid wahrscheinlich jetzt. Die 39 Likes schon am Start. Krass. Nee, die haben Angst, dass ich sie verklopfe. Boah, warte mal. Threemax, trete mir bei. Ist viel los. Hast du mir schon eine FA geschickt? War toll. Kannst du mir nochmal deinen PSN-Namen sagen, bitte? Threemax. Dann komme ich zu dich. Zwei?
Nee, ich drücke nur Kreis. Ich meine, der Mechaniker liefert näher. Ja, aber der Mechaniker liefert dir keine Flugzeuge. Der liefert dir nur Fahrzeuge. Können jetzt mal die Dislikes wegmachen. Oh. Tut mir leid. Oh, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast ihn umgebracht. Ich hab ihn umgebracht. Ja, bin dir beigetreten. Wieso bist du mir beigetreten? Ich wollte doch in deine Lobby rein, Mann. Ich dachte, bei dir waren viele. Dann tritt er mir bei. Was? Das war der 40. Like. Endlich was im Leben erreicht. Yes. Komm bei mir rein. Okay, danke, FB. FB. Freunde, oh Gott, wieso wird das nicht nach Online-Status geordnet? Das ist doch echt kacke. Das können die echt mal ändern. Sowas müssten die mal reinpatchen, ne? FB. Da, ich bin dran vorbei, ich hält. Bei mir sind viele gute, sehr schön. Alle Spieler, gute Nacht auf jeden Fall. Schön, dass du am Start warst. Ah, da kommt schon die Einladung. Mit einem Flipflop, Anastasia, nein, bitte nicht, der Likey. Das ist wirklich schöne Schuhe. Heißt der Hellsbells 987. Alles klar, Hellsbells. Du kannst mir dann gleich nochmal nachjoinen. Wir gehen jetzt zum Türkim rein, zum Mutlu, zum. Du hast so viele Namen. Alter, sind hier unten viele Bullen. Man darf hier zufällig keine Werbung schalten, oder? Wenn man mich fragt und ich mir den Kanal vorher angeschaut habe und von dem Kanal selber überzeugt bin, dann gerne. Ansonsten nicht. Jetzt muss ich erstmal schauen. Casio. Also ich bin auch jemand, der empfiehlt dann auch. Das ist gar kein Ding, wenn mir was gefällt. Bin ich ganz ehrlich. GTA. Casio on Tour. Streams. Müsste ich mir gleich mal anhören. Oh. Beim nächsten Stream dann Casio. Machst auch RIP-Videos, random Missionen. Guck ich gleich mal genauer rein. Guck ich mir mal eins an. Und dann ist das bei mir aber auch wirklich so, wenn mir sowas gefällt, dann kommt auch mal eine Empfehlung raus. Oder so wie beim Sujuk, der alten Ehrenkartoffel, mal ein Raid. Kann ich eigentlich mal öfter machen, jetzt wo ich weiß, wie es geht. Ey, ich brauche mal das Kabel kurz in das Tablet stecken. So. Und dann. Weil sonst geht mir das Tablet hier gleich aus und dann kann ich euch nicht mehr lesen. Das wäre schon scheiße. So, oh, 17 Leute. Ja, das ist schon mal schön. Gehen wir mal raus aufs Dach. So, jetzt könnt ihr mir nachjoinen. Ich mache das nur aus Just for Fun. Alles klar. Schaust du meinen Kanal an, YouTube, Bro, Casey Rebels. Auf deinem war ich, glaube ich, schon mal. Casey Rebels. Dieser Moment, wenn deine Freundin anruft und man den Stream nicht weiter gucken kann. Puh, mies, ey. Zombie, pack dein Handy weg. Was? Pack dein Handy weg. Oh, fuck. Genau. Bitte was? Pack dein Handy weg. Ich hab doch kein Handy da. Ja, jetzt nicht mehr, aber gerade. Da war wieder dieser Sound. Meinst du, den hier? Jetzt hören wir nichts. Gott sei Dank, ey. Gerade auch. Hauptsache so, meinst du den hier? Man hört einfach nichts. Das war's. Sie hat mir geantwortet. Oh, Anastasia ist direkt sauer. Du hast den Sound doch gehört, Anastasia. Vorhin, wo ihr telefoniert habt, hatte sie das Mic quasi, das Handy am Mic kleben. Ein Grund, Schluss zu machen. Boah, ein Grund, Schluss zu machen, sagt Casio. Nee. Ravix, kannst du mal meine Kill-Compilation ansehen? Du hast eine Kill-Compilation gemacht. Was? Likey. Casey Rabbit, du hast gerade mal ein Video drin, ne? Marvin Game Obstsalat. Ich sehe zumindest nur das eine. Könnte ich jetzt nicht empfehlen. Ich würde es gar nicht. Meine beste Freundin. Du hast ja gar kein Video drin. Aber ich war mal auf deinem Kanal, zumindest. Sollen wir mal alle Rockets vs. Insurgents spielen? Können wir gerne machen. Oh ja.
Skillfreak361, GG Easy, Lukas0401, lol, wusste nicht, dass du streamst. Wer bist du denn? Kennen wir uns oder was? Also ich kenne jetzt deinen Facebook-Namen nicht. Da heißt du wahrscheinlich anders. Wo ist denn der Typ? Was auch noch geil ist. Oh, der ist auf dem Dach. Nee. Pistol versus Insurgent. Ach, der ist wieder hier unten, ne? Runter, okay. Ich hole mir nochmal, was habe ich mir, MB11? Ich bin's von damals. Ey, wer ist denn da der Oppressor, der mich da anvisiert? Der wahre Pano, du hast immer noch Zielen auf Freunde ein, schäm dich. Oh. Warte mal, Herbix, kannst du meinen abschauen, obwohl ich off bin? KD, obwohl du off bist, ich glaube nicht. Supreme. Vor allen Dingen, weil ich so ewig runterscrollen muss. Was? Zombie, ich krieg dich. Oh, der ist ja ein sexy Outfit. Tragen, oder? Ich guck mal hier. Nein, bei dem. Anastasia. Nee, kann ich nicht. Wenn du nicht online bist, kann ich es nicht sehen. Da müsste wirklich schon ein wirklicher Notfall oder ein wirklich irgendwas, also was Außergewöhnliches sein, damit ich mal hohe Schuhe trage. Ich bin's von damals. Skillfreak, Skillfreak, Skillfreak. Von damals. Von damals? Denk an den Kindergarten zurück. Da musst du mir ein bisschen mehr Details geben. Sorry, Skillfreak, wenn ich dich da jetzt nicht mehr auf dem Schirm hab. Oh, der FB, der haut hier schon ordentlich rein wieder. Hab mir gerade vor ein paar Minuten das erste Mal ein Video angeschaut, als du Gerd Thunderbolt Fanboss getötet hast und hab direkt Abo dagelassen. Ja, korrekt, Mann. Willkommen bei den Rabbits auf jeden Fall. Schön, dass es dir gefallen hat. Aber die kann man jetzt nicht, also die kann man jetzt nicht dazu zählen, dass sie zur Army gehören. Das sind einfach so Fanboys im Sinne von, sie wären gerne in der Gerd Thunderbolt Army. Ja, genau. Die sind absoluter, ja, die waren echt. Die kann man gar nicht quasi in die GR Thunderlord Army reinpacken. So, also, wenn der das sehen würde, was die da abgeliefert haben, würde er auch sagen, die gehören nicht zu mir. Das sind nicht meine Abonnenten. Ach, jetzt sehe ich dein Foto, Digga. Ja, Mann, Alter. Mit dem Bild kann ich was anfangen, Junge. Klar, kenne ich dich. Ich habe gerade das Bild noch nicht gesehen, Skillfreak. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich brauchte irgendwas, um mich zu erinnern. Und dann, muss dir vorstellen, auf dem Tablet werden die Bilder immer erst später angezeigt, wenn ihr reinkommt. Und ja, sicher, Mann. Klar kenne ich ihn auch. Was? Wie machst du die Beine hoch beim Fallschirmfliegen? Wie war das? R1 und L1. R3? Ja. L1 und R1. R1, habe ich doch gesagt. Ich habe R3 bei dir verstanden. Nee. Ich habe gedacht, 2, aber es ist doch 1. Oh, da ist eine ganze Organisation. Schön. Ich wollte dich nicht traurig machen, deswegen habe ich einen Dislike gegeben. Wenn du willst, mache ich rückgängig. Ja, schon. Wäre schon cool, wenn du das rückgängig machst. Das war nur ein Witz. Das war ein Unfall. Also hey, dieses eine Dislike, das könnte schon alles kaputt machen. Weil du gute Tipps gibst und gleichzeitig eine sympathische Stimme hast. Vielen Dank, Mann. Das freut mich, dass du das so siehst. Ich gebe mir Mühe. Ich versuche auch... Wie war das, was hat Anastasia gesagt? Könnt ihr einschlafen? Was machst du? Ah, ich habe gerade mein Dingens rausgekloppt. Mein Headset aus dem Mic. Ja, das hat sich komisch angehört. Ja, du siehst das natürlich wahrscheinlich wieder irgendwie sexuell, oder was? Nicht? Weil wenn du das so sagst, dann hört sich immer irgendwie was so in der Richtung an. Verstehst? Ich hab nur gesagt, es hat sich komisch angehört. Ach so. Ich weiß nicht mal, warum man Gerd Thunderlord feiert. Ja, er macht halt ganz gute Heli-Videos, muss ich schon sagen. Letzte Nachricht, Supreme. Ist eine 07er KD gut für so einen Noob wie mich? Eine 1er wäre noch besser. Weil 1er heißt, dass du quasi... Oh, King Casio ist auch hier. King Casio räumt schon auf hier. Jetzt muss ich selber mal schauen, wo haben wir denn hier was? Ah, oh, das ging in die Hose. Mensch, Zombie. Nein, Anastasia. Kann ich mitmachen? Nein. Bin in deiner Lobby, natürlich. Nenn dir einen guten Grund, um hohe Schuhe zu tragen. Endlich. Oh. Warte, wo seid ihr denn, wenn ich fragen darf? Irgendwas.
visiert mich hier an die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, das Kopfgeld da hinten, oder? Boah, ist hier viel los, Alter. Nacheto. Ja, der ist das. Nee, ist er nicht. Wer visiert mich da an? Verdammter Mist. Ich. Ja, glaube ich auch. Von meinem Hangar aus bis dahin kann ich schon zielen. Oh, schade, das wäre so cool gewesen. Ein Kopfüberkill. Ja, er ist noch am Streamen. Mensch, Zombie, vorletzte Nachricht von Pano. Warum hast du... Warte kurz. Pano. Wo ist denn der letzte Nachricht? Noobbike MK2 Power aktiviert. Ich besiege Tryhards mit der gewaltigen Noob Power. Aber Noobbike ist halt nicht so geil, finde ich. Und Supreme habe ich gelesen. Warum hast du mit YouTube angefangen? Weil ich mein ganzes Leben lang gezockt habe. Und ich habe mir gedacht, gerade in GTA habe ich so viel Wissen mitgenommen, dass ich mir gesagt habe, komm, irgendwie reicht mir nicht mehr das normale Zocken, sondern ich will das, was ich quasi in den ganzen Jahren so gelernt habe, auch mal irgendwie weitergeben. Und es macht mir unheimlich viel Spaß, so Tippvideos zu geben, Tippvideos zu machen und auch zu streamen mit so voll vielen aktiven Leuten. Das ist richtig geil. Also ich habe es auf jeden Fall nicht bereut, YouTube angefangen zu haben. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich hier absolut nichts treffe gerade und weil ich keinen Arsch sehe. Stream ist so geil, um ein Dislike zu geben. Danke, Mann. Ey, hätte ich jetzt eine... Der befliegt ja gerade vor mir. Ah, jetzt sehe ich diese Renderzeit. Ich brauche besseres Internet. Ach, komm schon. Ich mache gleich einfach Bombenmodus dann. Wo sind die denn? Ach, da. Okay. Bombe auf. Da sind so viele und ich habe nicht einen getroffen. Hashtag dislike. Ach, das sei es. Das will ich so. Das war auch nichts. Boah, Alter, mit dem Laser würde ich da jetzt so rasieren. Hashtag dislike. Weißt du, was los die treten? Alter, ich würde am liebsten jetzt schon... Oh, ich habe einen getroffen. Zwar mit so vielen Bomben, aber... Oh, ich habe noch einen getroffen. Bomben sind doch geil. Geh zur Flugschule, Ravix. Wieso bist du denn? Bist du gerade in der Badewanne mich am gucken oder was? Oh, ich treffe aber jetzt. Ist halt lang weg. Also hat nichts mehr geschrieben. Stimmt. Du warst aber schnell baden. Ja, ne? Schnell? Weißt du, wie wann der weg ist? Ja, stimmt. Schon eine Zeit. Ich bin jetzt 2 Stunden da drin gelegen. Boah, Alter, ich bin wieder raus. Ich hab das nicht gesehen. An der Schall sagt hallo Paulchen. Boah, wie Schiss, ey. Sag zurück. Okay, ich versuch mal einen umzufliegen. Damit bin ich wahrscheinlich besser als mit den Raketen. Wenn hier nicht so die ganzen Bäume sind. Ja, ah, da ist einer. Oi. Ich muss mal gucken, wo die sind. Den einen könnte ich vielleicht kriegen. Gucken wir mal. So werden mir jetzt die ganzen Namen angezeigt. Ist doch räudig. Räudig. Hä? Alter. Die lassen sich auch nur noch penetrieren jetzt, ne? Die haben keinen Bock mehr. Ist da noch was? Ist da noch was? Ist da noch einer? Ist da einer? Oh. Das Sperrfeuer hat so wenig. Ich will einen umfliegen. Komm schon. So, da bin ich wieder. Hi. Hä? Den hab ich doch erwischt. Achtung, ich fliege jetzt mit der schwarzen Savage zu euch. Alles klar, weiß ich Bescheid. Und? Oh, er ist nicht hier oben. Da ist er. Oh, da unten. Warte, den hol ich gleich weg. Hier sind ganz schön viele. Da ist der eine. Lächerlich. Ich fliege die ganze Zeit nur rum und sehe niemanden. Er stand, weißt du, was passiert ist? Er stand mitten in der Rakete, ist nicht gestorben und tötet mich natürlich mit seinem Auto eben. Lass mich jetzt einen umfliegen. Oh, ich habe echt Schiss von einem von euch. Ja! Hä? Ich hab den voll erwischt. Als wäre das ein Baum. Ranger, kann das? Ja. Nein, jetzt hat der Scramjet mich geholt.
Oh, ich mach noch einen Kreis. Okay, doch nicht. Ja. Boah, das Ding hat eine Panzerung. Jetzt habe ich Selbstmord begangen. Korrekt. Lohnt sich eigentlich Vollmantelgeschoss auf der Karabiner? Bin die ganze Zeit überlegen, da ich eigentlich null Bock habe, die Muni. Nee, lohnt sich nicht. Also ich habe nur die beiden Sachen drin. Weil, wenn ein Ding jetzt auf mich zufährt, ein Kuruma, dann benutze ich einfach einen Lenkraketenwerfer. Oder eine Haftbombe. Oder wenn Night Shark auf mich zufährt, dann mache ich es auch so. Haftbombe auf dem Boden. Und dann. Der eine davon, der leckt. Oh, Scheiße, jetzt falle ich hier runter. Das ist übrigens auch ein Trick, Leute. Quasi R2 gedrückt halten und dann, sobald ihr die Rakete schießt, sofort die Rakete wegpacken. Gegen den Raketenwerfer. Oh, das hat er nicht geklappt. Nein, den Kill kriegt er nicht. Zockst du auf PS4? Jo, ich zock auf PS4. Reften Dos Santos. Das ist ein geiler Name. Reften Dos Santos. Jetzt habe ich nur die Explosion-Sniper. Oh, scheiße, ich wollte eigentlich die andere haben. Oh, Baby. Ross. Wie Klavi macht bei dem ganzen Spaß mit? Jetzt liegt er da. Oh, der hat ganz schön. Boah, Alter. Wir sind ganz schön viele wieder. Ich finde, weil der Nightshark gerade ist, war jetzt ja nichts Besonderes mehr. Aber er ist immer noch krass. Mit dem, das ist ein Bulle, ne? Ne, das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Das ist auch eine geile und fiese Taktik. Ah, der hat verlassen. Aber das ist auch heftig jetzt. Wer ist das denn? Ah, der hat das Spiel auch verlassen. Okay, jetzt sind alle raus. So, an die Leute, die jetzt noch neu reingekommen sind, ihr könnt mich noch schnell adden. Ich nehme jetzt eben noch alles an, weil ich beende den Stream jetzt. Jetzt wollte ich gerade in die Lobby kommen. Du warst auch lang genug baden immer. Das ist normal. Warst du echt die ganze Zeit? Ja, natürlich. Wow. Also Leute, alle, die noch mitspielen wollen in der Zukunft, Ausrufezeichen PSN in den Stream-Chat rein, dann könnt ihr mich noch adden, dann nehme ich eben noch die Freundschaftsanfragen an und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. War auf jeden Fall korrekt, dass ihr alle am Start wart. Wir hatten heute tatsächlich einen Stream-Rekord, einen Zuschauer-Rekord. Wir waren bei, lass mich nicht lügen, vorhin bei 36 Zuschauern. Sehr schön. Freut mich auf jeden Fall. Und hatten heute im Durchschnitt 25. Boah, krass. Vielen Dank dafür, Leute, auf jeden Fall. Vielen Dank. Und ihr seid natürlich herzlich willkommen im nächsten Stream oder in den nächsten Streams. Und wie gesagt, die noch mitmachen wollen, auch in Zukunft und so, einfach raushauen, PSN. Und ich nehme dann alles an und dann können wir zusammen zocken. Also Leute, ich wünsche euch eine super gute Nacht. Haut rein, schlaft schön. Ciao, ciao.